Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, Sie im Rahmen des vierteiligen Projekts Kunst, Politik, Moral heute im derzeit virtuellen Österreichischen Kulturforum Warschau zu begrüßen. Zuallererst möchte ich meinen Dank aussprechen dem Interuniversitären Forschungsverbund Elfriede Jelinek, der Universität Wien und der Musik- und Kunstprivatuniversität der Stadt Wien und insbesondere der Leiterin dieser Institution, Frau Professor Pia Janke, für die Initiative zu diesem außergewöhnlichen interdisziplinären Symposium, das eine so große Zahl an Wissenschaftlerinnen aus Österreich, aus Polen und darüber hinaus versammelt und welches die Wissenschafts- und Kunststandorte Wien und Warschau auf exemplarische Weise miteinander verbindet. Ich bin davon überzeugt, dass die Vorträge und Diskussionen im Rahmen dieses Projekts nicht zuletzt beim polnischen Publikum auf größtes Interesse stoßen werden. Erregen doch Elfriede Jelineks Theaterstücke und die Inszenierungen derselben in Polen seit jeher große Aufmerksamkeit. Erwähnen möchte ich, dass die nächste Veranstaltung des vom Österreichischen Kulturforum Warschau erst kürzlich gemeinsam mit der Universität Warschau ins Leben gerufenen Arbeitskreises Österreichisches Theater Elfriede Jelineks Stück Rechnitz der Bürgerengel gewidmet sein wird. Elfriede Jelineks Werk ist also überaus präsent in den momentan virtuellen Räumlichkeiten des Österreichischen Kulturforums Warschau, in denen ich Sie nochmals auf das Herzlichste begrüße. Ich wünsche den Beratungen einen guten Verlauf und unserem Publikum eine bereichernde, spannende Diskussion. Schönen guten Tag. Ich bedanke mich bei Herrn Rupert Weimann, Leiter des Österreichischen Kulturforums in Warschau, für die Einführungsworte zu dem dritten Tag des Symposiums Kunst, Politik, Moral. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Ich heiße Arthur Peuka und ich werde Sie während des heutigen Abends begleiten. Da die Pandemie unsere Pläne durchkreuzt hat, können wir heute nur virtuell an diesem wunderbaren Ort in Warschau sein, dem Österreichischen Kulturforum. Auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis von Kunst, Politik und Moral beschäftigen wir uns heute mit dem Werk von Elfriede Jelinek mit politischer Kunst aus internationaler Perspektive und auch mit der Frage nach dem Kunstschaffen von Frauen. Das Programm für diesen Abend umfasst einen Vortrag und zwei Podiumsdiskussionen. Und das Ganze wird dann mit einer kurzen künstlerischen Performance abgeschlossen, die wir in Zusammenarbeit mit der Theaterakademie in Warschau realisiert wird. Meine Damen und Herren, ich darf jetzt Agnieszka Jezierska-Wiśniewska begrüßen, die uns ihren Vortrag mit dem Titel Jelineks ästhetischer Protest im Namen der Schweigenden gegen die politischen Schreihälse präsentieren wird. Dr. Agnieszka Jezierska-Wiśniewska ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Germanistik der Universität Warschau. Ihre Forschungsschwerpunkte umfassen den deutsch-polnischen Literaturtransfer, böse Mütterlichkeit in der deutschen und polnischen Literatur, architektonische Utopien in der Literatur, sowie Elfriede Jelineks Prosa und Drama. Und Agnieszka Jezierska zusammen mit, das möchte ich jetzt betonen, mit Monika Szczepaniak haben ein Band herausgegeben, auf Polnisch, schwer zu sehen. Also Jelineks Reden und Essays, ein sehr wichtiger Band. Agnieszka, du hast das Wort. Vielen Dank. Ich bedanke mich herzlich auch für die Einladung und fange einfach an. Die im Titel des Symposiums genannten Stichworte sind wichtige Bezugspunkte für Elfriede Jelineks Schaffen. Ein Schaffen, in dem die Rolle des Künstlers und der Künstlerin, es gibt doch einen Unterschied, in der Gesellschaft und für die Gesellschaft eng mit großer Verantwortung verbunden ist. Die Künstlerin im Abseits. Über den Standort des schaffenden Individuums äußerte sich Jelinek in ihrer Nobelpreisrede und positionierte es im Abseits, am Rande. Zitat:
Wie soll der Dichter die Wirklichkeit kennen, wenn sie es ist, die in ihn fährt und ihn davonreißt, immer ins Abseits? Von dort sieht er einerseits besser, andererseits kann er selbst auf dem Weg der Wirklichkeit nicht bleiben. Er hat dort keinen Platz. Sein Platz ist immer außerhalb. Zitat Ende. Ich würde gern die Metapher des Abseits weiterspinnen, um auf einige Aspekte zu verweisen, die für Jelineks unnachgiebige ethische Haltung charakteristisch sind. Immer wenn die Kunst in Richtung Zentrum rückt, verliert sie ihre neutrale, unvoreingenommene Perspektive. Wenn sie sich dazu an die Machthabenden schmiegt, ist ihr kritisches Potenzial nicht zu retten. Sie wird zu propagandistischen Zwecken instrumentalisiert und es besteht sogar die Gefahr, dass sie die partikulären Interessen der Politiker legitimieren wird und gelegentlichen Zielen dient. Sie hört auf, subversiv zu sein. Der Standort im Abseits ist auch mit einer horizontalen Dimension verbunden, steht im Kontrast zu dem klischeehaften Zufluchtsort im Elfenbeinturm, wo der vor allem männliche Dichter aus seiner Vogelperspektive die winzig kleinen Durchschnittsmenschen beobachtet oder sie nur wahrnimmt. Im Abseits bedeutet auch, in der Nähe von denjenigen zu sein, die aus dem Zentrum ausgeschlossen, betrieben wurden, beziehungsweise niemals zum Zentrum zugelassen wurden. Und gerade von dem Standpunkt aus lohnt es sich, natürlich nicht im materiellen Sinne, die Welt zu beobachten. Zitat: Von dort sieht er, der Dichter, diejenigen, die von ihm verschieden sind, voneinander aber auch, in ihrer Vielfalt an, um sie in Einfältigkeit darzustellen, um sie in Form zu bringen, denn die Form ist das Wichtigste. Von dort aus also sieht er sie besser. Zitat Ende. Auf die Rolle der Form, die zentral für Jelineks Schaffen ist, werde ich noch zu sprechen kommen. Im Abseits ist der Künstler, die Künstlerin insbesondere, ständig den Angriffen des Zentrums ausgesetzt. Die Hetzjagd hat Jelinek mehrmals schmerzhaft gespürt. Doch der Posten des Künstlers, der Künstlerin ist gerade dort, jegliche Versuchungen, sich als etwas Besseres zu definieren, für etwas Besseres zu halten, sind Jelinek fremd. Die gängigen, romantisierenden Klischees des Künstlers, das Genie-Diskurs, die den Dichter auf einen Sockel stellen, sind bei Jelinek nicht zu finden. Jedenfalls habe ich sie nicht gefunden. Kein Non Omnis Moriar, keine Ewigkeit, wenn schon, dann ironisch gemeint, etwa bei Leni Riefenstahl oder Jörg Haider. Jelinek selbst bleibt misstrauisch gegenüber jeglichen Komplimenten. Politische Kunst bedeutet bei Jelinek eine Vielfalt an Themen, das Aufgreifen der tagesaktuellen Meldungen, Affären, kompromittierenden Aussagen der Mächtigen dieser Welt, hier die unendlichen Auseinandersetzungen mit populistischen rechten und rechtsextremen Politikern, das Anprangern der kleinen Menschen, die wichtige Posten bekleiden, etwa wie der blinde amerikanische Präsident am Königsweg. Und auch in erweiterter Bedeutung, als Schreiben gegen manipulierte Gedächtnis-, Vergessens- und Schweigepolitik. Die beiden Dimensionen verbindet Jelinek selbst, wenn sie in den Aussagen und Ansichten der zeitgenössischen Politiker Spuren des klischeehaften Denkens, der Verharmlosung findet, wenn sie auf ein einkalkuliertes, willkürliches Vergessen verweist, unter anderem bei Kurt Waldheim. Ähnliches gilt für den Umgang mit Asylbewerbern. Jelinek macht auf ganz konkrete Vorfälle und Fälle aufmerksam, also wie Arigona Zogai oder wie im Essay Die brennende Hosenhaut und auch im Drama Die Schutzbefohlenen und Wut und nimmt sie zugleich als Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit der Migrantinnenpolitik und Xenophobie in Österreich. Und wozu Dichter in dürftiger Zeit? Das ist natürlich ein bekanntes Zitat, das werde ich nicht erläutern, aber das andere ist eine Rückübersetzung aus einem Interview auf Polnisch. Literatur bleibt im Klartext gesagt wirkungslos. Also das ungefähr
den Inhalt hat Jelinek vermittelt, also die originale, die ursprüngliche Aussage kenne ich leider nicht. Diejenigen Künstler und Künstlerinnen, die sich von dem Narrativ Österreich als erstes Opfer Hitlers distanzieren und die heutige Gedächtnispolitik hinterfragen, bleiben immer auf verlorenen Posten. Es nimmt eigentlich Wunder und freut zugleich, dass es so viele engagierte Schriftsteller und Schriftstellerinnen in Österreich überhaupt gibt, die den Regierenden zum Trotz ihre Meinung äußern. Gerade auch für diese Haltung können sie als Nestbeschmutzer oder Nestbeschmutzerin stigmatisiert werden. Über den bekanntesten Architekten des Gedächtnisses und den berühmtesten Nestbeschmutzer Thomas Bernhard spricht Jelinek immer mit großer Empathie. Zitat, und dem Thomas Bernhard hat der zuständige Minister, nicht der Gesundheitsminister, empfohlen, sich aus einen Fall für die Wissenschaft zu machen. Er hat nicht die Literaturwissenschaft gemeint. Gegenstände für die Hirnforschung sollen wir Künstler also werden, weil wir zu vielen schönen Dingen, die in Österreich passieren, entgegenstehen. Zitat Ende. Jelinek fühlt sich befugt, auf die Verbrechen der Vergangenheit und vor allem auf das Unheil, das vor ihren Augen passiert, zu verweisen. Daher protestiert sie gegen das Ausblenden der Verantwortung, das Wegwischen der Opfer aus dem Kollektivgedächtnis, gegen die Trivialisierung der Schuld, gegen die Verharmlosung. Zitat, wir wollten doch nur ein bisschen in deutschen Betten liegen. Wer hätte uns das nicht gönnen wollen? Aber wir sind es nicht gewesen und daher hat man uns im Jahre 1955 selbstverständlich, oder wann dachten Sie denn, auch ordnungsgemäß befreit. Wir sind überhaupt die Unschuldigsten und sind es daher auch immer gewesen. Zitat Ende. Bemerkt sie, bis sich in ihrem vor Ironie fast platzenden Essay in den Waldheimen und auf den Heiden. Die zwei im Titel genannten Politiker stehen pars pro toto für die fortwährende Verlogenheit, sind auch einflussreiche Zyniker, deren skandalose Aussagen und unethische Haltung niemals verpönt wurden, denn schon, wenn schon, dann nur von gewissen Milieus. Aus ihrem Namen macht Jelinek wörtlich einen Teil der österreichischen Landschaft. Durch die Mehrdeutigkeit des Titels wurden sie vervielfältigt, zur Naturerscheinung reduziert und dadurch wirken sie lächerlich. Nur so viel vermag die Kunst: niederschreiben, kumulieren, auslachen, parodieren, in einen alternativen Kontext stellen. Dieses Lachen verstummt aber, wenn wir bedenken, wie wirkungsmächtig die beiden Männer waren, insbesondere Haider, der nach dem tragischen Tod der vier Roma in Oberwald gekonnt die Aufmerksamkeit von den eigentlichen Tätern ablenkte. Der Mord hatte eindeutig einen rassistischen Hintergrund, denn die vier Männer waren gerade dabei, eine beleidigende Aufschrift, Zitat, Roma zurück nach Indien, Zitat Ende, zu entfernen, als die dahinter verborgene Bombe explodierte. Jörg Haider quittierte das wie folgt, Zitat, wer sagt, dass es nicht um einen Konflikt bei einem Waffengeschäft, einen Autodiebstahl oder um Drogen gegangen ist, Zitat Ende. Jelinek hat diese Worte als Motto im Stück Stecken, Stab und Stangl zitiert, einem literarischen Kommentar zu diesem vierfachen Mord selbst und zu der medialen Reaktion und zu den Kommentaren und auch zur Gedächtnispolitik im Allgemeinen. Haiders Aussage ist ein Beweisstück für die fehlende Empathie der Einflussreichen, der modernen Götter dieser Welt, die ohne Konsequenzen alles aussprechen dürfen und, schlimmer noch, durch ihre gut vernehmbare Worte im Unterschied zur leisen Stimme der Literatur die Täter freisprechen. Schuld sind immer doch die Opfer. Victim Blaming hat eine lange, unrühmliche Tradition in der Politik. Zur Kulisse der Handlung avanciert eine Supermarkttheke, das Sterben wird trivialisiert bis zum Überdruss. Die Stimmen der Kriegsverbrecher und der Shoah-Leugner mischen sich mit den Zitaten aus Gedichten Celans oder Rilkes. Dazu kommt das mediale Geplapper. Und gerade durch diese Kontraste kommt die Dürftigkeit des alten und zeitgenössischen politischen Diskurses des Verdrängers zum Vorschein.
In Stecken, Stab und Stangl zitiert jene Meinungen, die den Tod der vier Roma zu relativieren versuchen. Also Zitat, wir stehen auf Leichen und jetzt sind noch halt vier dazugekommen. Zitat Ende. An einer anderen Stelle lesen wir, Zitat, sie sind ja nur vier Personen, was ist das schon? Zitat Ende. Die fehlende Anerkennung für die Opfer im öffentlichen Diskurs hat schwerwiegende Folgen. Zitat, überliefern ist zugleich vergessen. Das ist wiederum Stecken, Stab und Stangl. Wenn die Überlieferung ungenau ist, wird die ursprüngliche Botschaft bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Eine weitere Gefahr wäre das Ausblenden. Wie ein Mantra wird im Text die Parole wiederholt. Einmal muss Schluss sein. Also Schluss mit der Vergangenheit, mit den Opfern, Schluss mit der Erinnerung. Das inmitten von Wut verfasste Stück, Jelinek sagte in einem Interview, ich bin im Grunde tobsüchtig über die Verharmlosung, Zitat Ende, ist ein komplexes und vielschichtiges Studium der gesellschaftlichen Prozesse, genauso wie das in einer ähnlichen Zeit entstandene Opus Magnum der Roman Die Kinder der Toten und in den letzten Jahren Rechnitz, ein Stück, das in einer unmöglichen Form verfasst wurde, denn als Hauptstimmen fungieren die Botenberichte, die im klassischen Theater lediglich als Hilfsmittel für die Handlung bieten. Im Essay Im Zweifelsfall, in dem Jelinek sich zur Entstehungsgeschichte von Rechnitz äußert, wird das Schweigen und Verschweigen zum Ausgangspunkt. Zitat, einen Film hatte ich also gesehen, der um eine leere Lehrstelle herum gedreht war, kommentiert Jelinek den Dokumentarfilm Totschweigen von Erne und Heinrich. Die Kunst versucht, die Lücken auszufüllen, um den schwarzen Loch zu reden, berät das Schweigen zu persiflieren, das leere Sprechen anzuprangern. Jelinek beäugt kritisch, dass die monströse, plumpe Sprache, die verzweifelt Verneinungen anhäuft. Hier ist ein Zitat. Nichts Genaues weiß man nicht, sagt der Volksmund in doppelter Verneinung, die etwas behauptet und danach gleich wieder durchstreicht und gerade im Durchstreichen gleichzeitig auch wieder unterstreicht. Literatur muss die Geschichte des Unheils aus dem Nichtsein herausholen, aus den Brosamen der Sprache, der ungenauen Syntax herauskonstruieren, denn die Opfer sprechen nicht, sie nur durch ein Medium wird ihre Stimme vernehmbar. Jemand muss in ihrem Namen, in ihrer Sache sprechen, sonst werden sie ausgeblendet. Durch eine Wir-Form klagt Jelinek an. Zitat, wir würden ja gern vergessen, aber man lässt uns nicht. Wir haben vergessen. Das macht uns so gelassen. Ein Ereignis, an dem wir nicht schuld waren, an dem die fremde, aufgezwungene Macht schuld war, wurde zur Wahrheit verfälscht, zu der man uns zwingen will. Zitat Ende und ein weiteres Zitat. Das Volk weiß, im Zweifelsfall ist es immer besser, den Mund zu halten. So wird das Seltsame das Gewöhnliche, weil man sich dann daran gewöhnt hat, und irgendwann verschwindet es, weil es nicht gewirkt und nichts bewirkt hat. Das Unerhörte wird nicht gehört. Das Ungesehene wird ungeschehen gemacht. Das sind alles Zitate aus dem Essay im Zweifelsfall. Literatur und Kunst können die Lücken, die Leere auf eine Weise ausfüllen, die bei anderen Diskursen nicht in Frage kommt oder schwer zu legitimieren wäre, zum Beispiel in Geschichts- oder Rechtswissenschaften. Sie kann zum Beispiel die Stimme der Opfer, den Opfern, den Ausgeschlossenen verleihen, Hypothesen formulieren, auf Intuitionen und Vorahnungen zurückgreifen. Diese Sprache wird aber auf eine andere Art spekulieren als die in Stecken, Stab und Stangl parodierten Massenmedien. Literatur kann auch von denjenigen Toten reden, die keine Opfer waren, genauso wie sie im Namen der absichtlich Schweigenden das Wort ergreifen kann, siehe das schweigende Mädchen oder die Zeitzeugen aus Rechnitz. Nach Haiders Tod zahlt Jelinek ihrem Gegenpart mit einem bissigen Nachruf heim.
unter dem Titel von Ewigkeit zu Ewigkeit, indem sie den Politiker als Erlöser mit seinen Jüngern als Erlkönig, Landeskaiser porträtiert und parodiert. Nach dem Motto, wenn Heider ohne jegliches Mitgefühl den Tod der vier Roma aus Oberwald kommentieren darf, lässt er wohl unbeabsichtigt einen Freiraum für einen schonungslos ehrlichen Nachruf. Denn die Kunst darf die kulturellen Tabus und Gebote dort zur Disposition stellen, wo ein Unrecht geschieht. Die Zensur der Öffentlichkeit ist oft ein Mittel der Verdrängung. Das Tabu-Diktum, die Toten ruhen zu lassen, denn sie können sich nicht mehr verteidigen, ignoriert Jelinek ganz bewusst. Die Nachwirkung auf die Lebenden soll lautstark kommentiert werden, insbesondere wenn unmoralische Künstler und Künstlerinnen oder Politiker unkritisch rezipiert werden. Heider selbst wurde zur Ikone, zum Märtyrer der rechtsradikalen Bewegung, sein Begräbnis zum Ereignis. Seine Jünger sind noch immer präsent, auch wenn die Ibiza-Affäre manche der vielversprechenden Karrieren umgekippt oder strapaziert hat. Schwerpunkt Auschwitz-Lüge aus Stecken, Stab und Stang kommt unter anderem im Essay Im Reich der Vergangenheit zurück, wo Jelinek eine weitere Kontroverse aufgreift, nämlich die Ehrung des Wissenschaftlers Walter Lüftl, des Verfassers einer, gelinde gesagt, merkwürdigen Expertise, die von den Verteidigern der Shoah-Leugner gerne als Beweisstück zitiert wird. Skandalträchtig ist das Gutachten an sich, und das wäre wohl ein ausreichender Ausgangspunkt für einen kritischen Essay. Was aber noch mehr beunruhigt, ist die Tatsache, dass das Milieu der Wissenschaftler sich von Lüftl nicht distanziert hat. Schlimmer sogar, beabsichtigt er, diesen Mann mit einem Preis zu ehren. Das zeugt von fehlenden ethischen Kompetenzen der Akademiker. Und gerade hier eröffnet sich ein weiterer Freiraum für politisch engagierte Kunst. Lüftl bildet einen Präzedenzfall, denn 2010 teilte das Rektorat der Technischen Universität Wien mit, es werde die Verleihung des goldenen Diploms an Walter Lüftl förmlich widerrufen. Eine wahre Rarität, wenn sich die Proteststimme zwischen Politik und Wirklichkeit zu schieben vermag. Künstler versus Machthaber. Was passiert mit denjenigen Künstlern und Künstlerinnen, die sich auf eine Zusammenarbeit mit einem Regime einlassen? Jelinek ist in dieser Hinsicht eine große kompromisslose Moralistin, aber das ist eine andere Moralistin als zum Beispiel Günter Grass, als Gewissen der Nation, das ist viel bescheidener. Sie wird diejenigen nicht schonen, die von der Popkultur freigesprochen wurden oder von der Kultur oder niemals zur Rechenschaft gezogen wurden. Wie der vorher erwähnte Jörg Haider, eigentlich kein Künstler, vielleicht ein bisschen Schauspieler, oder die von vielen verehrte Paula Wesseli. Den bissigen, ironischen und fulminanten Nachruf auf Leni Riefenstahl eröffnet Jelinek mit den Worten. Zitat, jetzt ist die Kitschliesel Riefenstahl auch tot geworden. Kein Wunder, dass Stahl in diesem Namen ist und auch ganz unglaublich gut gewirkt hat. Ein Wunder, nur die Bewunderung, die ihr heute immer noch so oft entgegenschlägt. Zitat Ende. Jelinek bemüht sich hier um keine salonfähige Sprache. Sie will die vor kurzem, also damals, das war kurz nach dem Tod von Riefenstahl verfasste Nachruf, Künstlerin nicht schonen. Ohne Umschweife nennt sie die Sünden des Opportunismus. Die Verwicklung in die NS-Propaganda ist ein Riss, der sich nicht vertuschen lässt. Auch nicht mit Hilfe der späteren Errungenschaften, nicht mit Hilfe des Talents. Denn das stellt Jelinek bei Riefenstahl nicht in Frage. Dasselbe bezieht sich auch auf Paula Wesseli, die Protagonistin aus Burgtheater. Für solche Künstlerinnen, die mit ihrer Tätigkeit eine mörderische Maschinerie unterstützt haben und danach von keinen Gewissensbissen geplagt wurden, findet Jelinek keine mildernden Umstände.
Denn das Talent allein reicht nicht. Daher wird auch eine hervorragende Sängerin Annana Trepko im Stück die Schutzbefohlenen als die Kuh bezichtigt, die Blitz eingebürgert wurde, obwohl diejenigen, dessen Leben bedroht ist, nicht einmal auf eine herkömmliche Einbürgerung zählen können. Zum Beispiel die vielen Protestierenden aus der Votivkirche, die dann ausgewiesen wurden. Eine Trepko, die mit ihrer Haltung die Politik Moskaus legitimiert. Zitat, wer sich selbst erhöht, wird von mir erniedrigt werden, Zitat Ende, verspricht Jelinek in Kitschliesl. In diesem Nachruf auf Leni Riefenstahl wird die Protagonistin des Öfteren mit dem Vornamen bezeichnet, ähnlich wie Heide zum Jörg in einem anderen, also in anderen Essays reduziert wurde. Manche Leute haben es nicht verdient, mit Hochachtung betrachtet zu werden. Den Still stiften still die Dichter. Zu Recht sagt Jelinek, dass ein Stück in Anklageform vielleicht verständlicher wäre, aber das würde ihren künstlerischen Prinzipien nicht entsprechen, wäre zu plakativ. Sie scheut sowohl vor inhaltlichen als auch formellen Vereinfachungen. Nur durch einen entsprechenden Stil, mehrdimensionales Wort, Vieldeutigkeit, Offenheit, Verzicht auf gängige Floskeln und Vereinfachungen kann sich das literarische Schreiben kennzeichnen und behaupten. Macht Einflussbeziehungen korrumpieren. Rettung gibt es nur durch die Sprache, die die Autorin hinter sich zerrt, also die Sprache der Autorin, nicht umgekehrt. Zitat, diese Herrenmaßung wagt sie gegen mich, also die Sprache gegen die Dichterin. Sie erhebt die Hand gegen mich, sie mag mich nicht. Mein Schutz will mich beißen. Mein einziger Schutz kehrt sich also gegen mich. Das sind alles Zitate aus der Nobelpreisrede. Mann und Frau noch weniger kann sich nicht schieben, aber muss nach einer möglichen Lücke suchen, nach einem winzig kleinen Raum zwischen der Sprache der Macht und der Wirklichkeit. Mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass das Ziel niemals zu erreichen ist. Die Kunst kann lediglich zum Störfaktor werden. In diesem ungleichen Kampf sucht Jelinek nach Vorbildern und Verbündeten. Sie findet sie unter anderem in den Schirmherren verschiedener literarischen Preise. Und zu bestimmten Anlässen schildert sie ihre Bewunderung für die unermüdlichen Verteidiger der elementaren Ehrlichkeit. Heinrich Böll würde sie samt seiner Zivilcourage mit nach Österreich nehmen. Es lässt zwischen den beiden, es lassen sich zwischen den beiden Nobelpreisträgerinnen traurige Parallelen bemerken. Sie sind zu Opfern einer enormen Hetzjagd und Hasssprache geworden. Mit einem großen Einfühlungsvermögen äußert sich Jelinek aus Verfandung nach Büchner. Es gibt da einen Steckbrief für den Besitzer einer ganz bestimmten Sprache, die man kennengelernt hat, denn was vorliegt, wird manchmal auch wahrgenommen. Da stehen die Daten des Studenten der Medizin, der sich nach staatsverräterische Handlungen dem genannten Staat entzogen hat, Zitat Ende. Und der mit einem besonderen Eifer, ungeachtet des Risikos, die Arroganz der Mächtigen auf den Punkt brachte. Und auch hier lässt sich eine Affinität bemerken zum Schicksal der engagierten, unbequemen Künstler und Künstlerinnen in Österreich. Zitat, das Land ist klein, aber mein, und seine Künstler dürfen in ihm wohnen, falls man sie lässt. Denn in Österreich wird kritischen Künstlern die Emigration nicht nur empfohlen, sie werden auch tatsächlich vertrieben. Das sind wir gründlich. So der Unterschied wäre, nach diesen Künstlern wird nicht gesucht. In einer Konfrontation mit der Sprache der politischen Schreihälse hat die Literatur keine Chancen. Aber trotz des verlorenen Postens spricht und spricht Jelinek, erfindet die alte Leier als unermüdlichen Gestus gegenüber der Hybris der Macht, der Herdensprache, die auf Sinn und Bedeutung verzichtet und zu leeren Floskeln schrumpft, die dann beliebig instrumentalisiert werden können. Deshalb avanciert der Stil zur Schlüsselfrage, zur Differenzkategorie. Nicht zum ersten, nicht zum letzten Mal greift Jelinek auf Hölderlin, also via Heidegger.
wenn Sie einen alten Meister der engagierten Kunst auf einen alten Meister der engagierten Kunst verweist, nämlich auf Heinrich Heine. Zitat: Denn still stiften still die Dichter, die einfach nicht still sein können, obwohl sie, verglichen mit anderen, und als Dichter findet man immer Vergleiche, still doch wieder sind. Andere sind immer lauter und es sind nicht die lautesten, die das sind. Der still, er soll von ihnen bleiben. Heine ist für Jelinek derjenige, der seinen eigenen Stil geprägt hat. Und dieser Stil würde auch den heutigen Populisten vielleicht standhalten. Zitat, da hat er einen Stil gehabt, der hat ihn an sich angeschraubt und dann hat er versucht, über die Verhältnisse drüber zwischen sozusagen mit sich selbst als Besen, aber nicht um Ordnung zu machen, sondern die Unordnung zu erhalten. Er wollte die Ordnung nicht, eine absolute Ordnung, wie die extreme Rechte sie will, die vielleicht bald wieder und wieder einmal von Österreich in die Welt hinausgehen wird. Es kann im Schreiben keine Ordnung sein, deshalb werden die Schreibenden von den Saubermännern auch so gehasst. Zitat Ende aus Österreich, ein deutsches Märchenrede zur Verleihung des Heinrich-Heine-Preises. In den letzten Jahrzehnten äußert Jelinek ihre Kritik vor allem in Texten für das Theater und ihren Essays. Die beiden Genres lassen sich in eine lange und rühmliche Tradition der engagierten Kunst einschreiben. Namen der großen Meister, wie zum Beispiel Karl Kraus, sind für Jelinek von Bedeutung. Die Bühne an sich war insbesondere in der deutschsprachigen Tradition eine Art moralische Anstalt bzw. Bildungsanstalt. Zitat, ich möchte gern das Theater als das Gegenteil eines Propagandainstruments sehen. Es soll immun sein gegen solche Versuche und es wird ja auch derzeit, soweit ich sehe, immer vielfältiger, je einfältiger die Öffentlichkeit gehalten wird. Zitat Ende aus Fischzug im Trüben. Und im Theater versucht Jelinek den Ausblick auf diese Macht, die uns beherrscht, herauszulösen. Das ist aus den Mediengewittern. Auch wenn die Autorin ihre Themen aus den Schlagzeilen schöpft, wie neulich bei Schwarzwasser, nimmt sie eine lange literarische Tradition auf. Ihre Kunstgriffe, intertextuelle Bezüge, die schon in den alten Texten wie Stecken, Stab und Stangl nicht wegzudenken waren, werden heute noch komplexer. Das Wort gewinnt noch weitere Gerichtetheiten im Sinne von Bachtin, wird zum Knotenpunkt, zum Rhizom. Fazit. Das oben Gesagte lässt sich auf eine kurze Liste zurückführen. Der Standort des Dichters, Künstlers, der Künstlerin ist im Abseits. Der Künstler, die Künstlerin selbst soll unbestechlich bleiben, muss einen eigenen Stil suchen und prägen, um heikle und schwerwiegende Themen zu erörtern, um sich von der eindimensionalen Sprache der Politiker abzuheben, darf niemals schweigen, wenn Menschenrechte und grundlegende Prinzipien mit den Füßen getreten werden, immer im Namen der Ausgesperrten, der Weggelassenen, der überflüssigen Menschen, der in Vergessenheit geratenen und geratenden sprechen, den Machthabenden auf die Finger schauen. Es sind lediglich ein paar Regeln, allerdings sehr anspruchsvoll und nicht verhandelbar. Die Messelatte ist recht hoch angelegt. Vielen Dank. Ja, vielen lieben Dank, Agnieszka, für diesen spannenden Vortrag. Ich würde dich gerne was fragen. Und zwar, du hast dich mehrmals auf diesen Essay von Jelinek in Waldheim und auf den Heidern berufen. Also Essay, eigentlich eine Dankesrede anlässlich der Verleihung des Heinrich-Böll-Preises. Diese Rede ist sehr kritisch. Sie prangert sozusagen die gesellschaftlich-politischen Missstände in Österreich an. Und sie endet mit einem Satz, der lautet, Heinrich Böll hätte bei uns viel zu tun gehabt.
Ein genialer Satz. Würdest du angesichts dessen, was in vielen Teilen der Welt passiert, also gerade in unserem Teil Europas, beziehungsweise auch bei uns im Lande, ich meine diesen also ganz deutlichen populistischen Rechtsruck, würdest du sagen, dass Jelinek bei uns auch viel zu tun hätte, beziehungsweise anders formuliert, braucht Polen ihre Literatur, brauchen unsere Bühnen ihre Theaterstücke? Was meinst du dazu? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da bin ich ein bisschen neidisch auf Jelinek und auf Österreich, weil bei uns hat sich niemals so eine Schule, sozusagen kritische Schule etabliert in Polen. Also wir hatten eine engagierte Literatur bis zur Wende 89 und dann sind irgendwie private Themen wurden zu avancierten zu Hauptthemen und jetzt ist es nicht so einfach, diese kritische Tradition irgendwie zu entdecken, irgendwie zu kontinuieren. Das ist einfach sehr, sehr schwer. Also ich glaube, so eine Gruppe, also wenn wir von Nestbeschmutzern reden, dann es gibt natürlich Künstler in Polen, die als Nestbeschmutzer bezeichnet werden, wie Olga Tokarczuk, aber bei ihr gibt diese kritischen Aussagen, also so direkte Kritik an der Macht gibt es nicht. Ja. Und vor ein paar Jahren hat es im österreichischen Kulturforum Warschau so eine Diskussion gegeben, warum sind wir neidisch auf Thomas Bernhard Jelinek und überhaupt so. Du hast an dieser Diskussion auch teilgenommen, glaube ich. Ja? Und da hat sich nicht viel geändert. Wir sind immer noch neidisch. Und natürlich sind diese, also ist auch Jelinek erfolgreich auf polnischen Bühnen, also in gewissen Kreisen, weil sie die modernen Themen aufgreift, also zum Beispiel bei Migrantinnenkrise war sie eine wichtige Stimme, aber das bleibt irgendwie ohne Folgen für die polnische Literatur, ehrlich gesagt. Also ich finde keine Autorin oder keinen Schriftsteller, der auch so kritisch sein könnte wie die österreichischen Schriftsteller. Also wie gesagt, ich bin einfach neidisch und ich warte, vielleicht ändert sich etwas, denn das ist eigentlich notwendig. Ja? Und wenn schon unsere Schriftsteller die Sprache der Macht kritisieren, dann nicht mit in diesem Stil, von dem Jelinek spricht. Also das sind so auch Stimmen, die einfach sich in Polemiken einlassen, aber so großes Schreiben über politische, über heikle Themen, das fehlt immer noch. Ich weiß, vielleicht habe ich etwas übersehen, aber meiner Meinung nach brauchen wir Jelinek und wir brauchen sie noch mehr. Also und ich finde es schade, dass die neuesten Stücke zum Beispiel am Königsweg, soviel ich weiß, ins Polnische noch nicht übertragen wurden. Das wäre vielleicht zu diesem Populismus eine interessante Stimme. Ja? Ich weiß nicht, ob ich die Frage beantwortet habe. Ja, sicher. Da hat jetzt so angeklungen, dass du eigentlich mit der Rezeption von Jelinek nicht so ganz zufrieden bist. Also vielleicht zum Abschluss, wie beurteilst du die Aufnahme von ihren Werken in Polen? Also, ich habe darüber neulich... Ja, also ist das zufriedenstellend oder wurde da zu wenig übersetzt, wurde da zu wenig inszeniert? Wie siehst du das? Je nachdem. Also ich glaube, da ändert sich viel. Es gibt eine gewisse Gruppe, ich würde sagen, die Klavierspielerin-Team. Also die haben nur die Klavierspielerin gelesen und glauben etwas, also alles von Jelinek zu wissen, also nicht etwas, aber es ist, also die Klavierspielerin ist ein großes Thema in Polen wegen der Mutter und der Tochter und dieser Beziehung. Es gibt auch welche, die zum Beispiel unter Zellern forschen, ist das Buch Die Kinder der Toten
Gruppen sehr beliebt. Also das sind wirklich kleine Gruppen, ja. Und auf dem Theater, ich glaube, das ist auch positiv. Also die neueren Stücke werden inszeniert, also die Schutzbefohlenen, Wut, das sind ja die Texte, die doch irgendwie Beachtung gefunden haben und auch stark rezipiert wurden. Aber das ist immer zu wenig. Also wenn wir bedenken, wie gut diese Texte sind und wie viel sie bewirken könnten für die polnische Öffentlichkeit, was für Debatten sie öffnen und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist immer zu wenig. Ja? Aber es gibt wirklich auch Leute, Theaterleute, die von Jelinek begeistert sind, die wirklich, also wie Mischkiewicz, wie Łukasz Chodkowski und ja und so weiter. Also das sind Leute, alles Leute, die wirklich diese Literatur hochschätzen. Aber jetzt ist schwer zu sagen, denn zurzeit wird nichts aufgeführt, ja, oder alles ist verspätet. Vielleicht mit der Zeit, also mit dem Trump-Stück, das wäre auch ein Raum für ein Freiraum für Diskussion. Also ob die Rezeption von Jelinek zufriedenstellend in Polen ist. Schwer zu sagen, aber da tut sich was und das freut wirklich, ja, dass Jelinek kein unbekannter Name ist, dass alle den Namen gehört haben. Was ich für besonders negativ halte, sind die Überbleibsel aus der ersten Welle der Rezeption, also Skandalistin, Kommunistin, Feministin, also diese Worte fungieren in der polnischen Sprache als ja, Beleidigungen und das ist noch geblieben und es gibt auch so ernsthafte Literaturwissenschaftler unter Polonisten, also ich werde keine Namen nennen, die glauben, Jelinek ist so Skandalistin, weil sie nach Aufmerksamkeit strebt, was überhaupt mit ihrer Haltung nichts zu tun hat, ja. Aber diese Stimmen gibt es auch und das finde ich irgendwie beunruhigend. Aber vielleicht mit der Zeit tut sich was. Ich glaube, mit neuen Aufführungen und so weiter, ich hoffe auf neue Übersetzungen. Das ist, glaube ich, so. Also ohne Übersetzungen ins Polnische der Theatertexte können wir nicht weitergehen. Ja? Das wäre notwendig. Ja, ja, das wollen wir hoffen, dass die Zeit für Jelinek noch kommt, vielleicht nach der Pandemie. Vielen Dank nochmal für deinen Vortrag und für die kurze Diskussion. Dankeschön. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Fragen und Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt einen weiteren Punkt. Wir haben internationale Expertinnen und Experten zum Thema Staatskunst oder Netzbeschmutzung an der Diskussion. Nehmen teil Susanne Augustowa, Karolina Exner, Anton Pelinka und Veronika Stawinska und moderiert für die Diskussion von Monika Stepaniak, die ich kurz vorstellen möchte. Frau Professor Monika Stepaniak leitet den Lehrstuhl für Kulturvergleichende Studien am Institut für Kulturwissenschaften der Kazimierz Wielki Universität in Bydgoszcz. Professor Stepaniak führt umfangreiche Forschungen zu kulturellen Texten durch, die sich mit Themen wie Männlichkeit, Weiblichkeit, Liebe, Begehren, Krieg, Gewalt und Raum beschäftigen. Man könnte hier noch ganz viele andere Veröffentlichungen nennen. Monika Stepaniak ist auch eine hervorragende Spezialistin für das Werk von Elfriede Jelinek. Sie arbeitet mit dem Zentrum für die Erforschung des Werkes von Elfriede Jelinek und derzeit auch mit dem Interuniversitären Forschungsverbund Elfriede Jelinek. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Diskussion über die politische Kunst im internationalen Vergleich, die einen signifikanten Titel trägt, nämlich Staatskunst oder Nestbeschmutzung. Diese Formulierungen spielen auf das politisch-ästhetische Engagement von Elfriede Jelinek an und an die Rezeption ihrer Texte in einem politischen Kontext, der durch Kunstfeindlichkeit und Diffamierung von kritischen Künstlerinnen geprägt war. Jelineks Texte von damals, und ich meine die
90er Jahre und dann das um das Jahr 2000, also aus den Kontexten der Wahlerfolge der rechtspopulistischen Parteien in Österreich, sind höchst aktuell geworden, geblieben oder geworden, besonders jetzt geworden, was die Autorin immer wieder als österreichische Phänomene kritisierte, nämlich Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung, Leugnung der unbequemen Vergangenheit oder Affirmation eines selbstzufriedenen, einheitlichen, national definierten Wir oder im Namen des gesunden Volksempfindens. Das alles macht sich heutzutage in ganz Europa breit. Und gerade in diesem Zusammenhang, im Kontext der neopopulistischen Konjunkturen bzw. des internationalen Vormarschs rechtsradikaler Diskurse, möchten wir heute über die politische Kunst diskutieren. Ich möchte Ihnen zunächst die Teilnehmerinnen der Gesprächsrunde vorstellen. Caroline Exner studierte Germanistik und Philosophie in Köln und Berlin sowie Regie am Wiener Max-Reinhardt-Seminar und promovierte über die Dramaturgien der Erinnerung bei Hebbel, Ibsen und Schnitzler. Sie war in Österreich und der Schweiz als Regisseurin und Dramaturgin tätig, unter anderem leitende Schauspieldramaturgin am Theater St. Gallen, wo sie mit vielen Regisseuren, zum Beispiel mit Milo Rau, zusammenarbeitete und auch mehrere Schweizer Erstaufführungen von Elfriede Jelinek-Stücken betreute. Seit 2013 ist sie Leiterin des Studiengangs Schauspiel an der Musik- und Kunst-Privatuniversität der Stadt Wien und seit 2014 Dekanin der Fakultät Darstellende Kunst. Frau Exner ist stellvertretende Leiterin des Interuniversitären Forschungsverbundes Elfriede Jelinek. Herzlich willkommen, Frau Exner. Susanna Augustova ist Theaterwissenschaftlerin, Theater- und Literaturkritikerin und Übersetzerin. Sie studierte Theater- und Filmwissenschaften in Prag und Wien und promovierte über das dramatische Werk Thomas Bernhards. Sie veröffentlichte eine Monographie zum Experiment als Kritik des Nazismus, die sich der österreichischen experimentellen Nachkriegsdramatik widmet und auf ihrer Habilitation basiert. Frau Augustova ist Mitglied der Tschechischen Akademie der Wissenschaften und Dozentin an der Germanistik der Philosophischen Fakultät der Universität Pilsen. Sie hat zahlreiche Theatertexte übersetzt, ins Tschechische übersetzt, zum Beispiel auch von Elfriede Jelinek, aber auch von Thomas Bernhardt, Ernst Jandl, Peter Handke. Für ihre Tätigkeit als Übersetzerin wurde sie mit dem Josef-Jungmann-Preis des Übersetzervereins der Tschechischen Republik ausgezeichnet und bekam auch die Übersetzerprämie des österreichischen Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur. Darüber hinaus publizierte sie zahlreiche Aufsätze zur österreichischen Dramatik, darunter zum Werk Elfriede Jelineks. Frau Augustova, ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Ich auch, danke. Weronika Szczawinska ist polnische Regisseurin, Dramaturgin, Kulturwissenschaftlerin, promovierte Kunsthistorikerin und Dozentin an der Theaterakademie Warschau. Sie studierte Anglistik und Kulturwissenschaft an der Universität Warschau sowie Regie an der Theaterakademie Warschau. Ihre Doktorarbeit war den erinnerungskulturellen Strategien im polnischen Theater um die Jahrhundertwende 2000 gewidmet. Als Regisseurin hat sie mehrere erfolgreiche und preisgekrönte Inszenierungen hervorgebracht. Übrigens, ihr Regiedebüt war eines der Prinzessinnen-Dramen von Elfriede Jelinek, nämlich Jackie. Frau Szczawinska repräsentiert eine gelungene Verbindung von Kunst und Wissenschaft und ist sehr aktiv in beiden Bereichen. Zu ihren Schwerpunkten gehören die Problematik der Erinnerungskulturen und der theatralen Repräsentation von Geschichte, aber auch die Geschlechterfrage sowie feministische Themen.
Auf den genannten Feldern sorgt sie für Dekonstruktion von Mythen und wird, jetzt zitiere ich das Urteil der Kritik, als konsequent, ehrlich und engagiert geschätzt. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Frau Strawinska. Und Anton Pelinka ist Jurist und Politikwissenschaftler. Er studierte Rechts- und Politikwissenschaften an der Universität Wien bis zur Promotion und war Assistenzprofessor für Politikwissenschaft an der Universität Salzburg, wo er sich habilitierte. Danach hatte er mehrere Professuren an verschiedenen Universitäten, Essen, Berlin, Innsbruck und vor allem an der Central European University. Zu erwähnen sind auch seine zahlreichen Gastprofessuren in Neu-Delhi, New Orleans, Brüssel, an der Stanford University, an der Harvard University und vielen anderen. Professor Pelinka ist Mitglied des Universitätsrates der Universität Innsbruck und seine Forschungsschwerpunkte liegen auf den Gebieten Demokratietheorie, Parteien- und Verbändeforschung. Und Herr Pelinka gilt als internationaler Experte für die Themen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit in der Gesellschaft, was in seinen zahlreichen Publikationen Niederschlag findet und was für unsere heutige Diskussion besonders wichtig ist. Herr Pelinka, es freut mich, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. Wenn wir über Kunst und Politik diskutieren wollen, scheint es mir notwendig, erstmal überhaupt das Politische zu definieren, beziehungsweise uns darüber zu unterhalten, wie man das Politische konzeptualisieren kann. Denn das ist natürlich ein breiter, ein unscharfer Begriff. Daher möchte ich Sie als erstes fragen, was verstehen Sie unter politischer Kunst? Wie ist erstmal ganz allgemein die Beziehung zwischen Politik und Kunst? Liebe Kolleginnen, erlauben Sie, dass wir mit der Antwort von Herrn Pelinka beginnen, denn er wird uns bestimmt von seiner theoretischen Position aus das Phänomen erläutern. Politik und Kunst sind zwei gesellschaftliche Bereiche, die nicht zu trennen sind. Sie überlappen einander. Die Vorstellung, dass man Kunst frei von Politik oder Politik frei von Kunst halten kann, ist naiv oder auch gefährlich. Das heißt, in diesem Sinn ist jede Kunst politisch, ob das immer so intendiert ist oder nicht. Sie ist politisch, sei es gesteuert von den Interessen politisch Mächtiger oder sei es gesteuert von denen, die den politisch Mächtigen kritisch gegenüberstehen. Das heißt, Politik und Kunst können voneinander nicht lassen. In dem Sinn sind sie zum Koexistieren quasi auf Dauer verurteilt. Ja, das ist natürlich eine interessante Stellungnahme. Das leuchtet mir aber durchaus ein. Frau Augustova, Sie haben über Experimente in der Kunst geschrieben. Ist das für Sie, wie verstehen Sie das Politische? Gehört auch dazu irgendwie der Begriff Avantgarde oder innovative ästhetische Formen? Ja, sicher. Ich habe mich in meiner Habil mit dem österreichischen Experiment beschäftigt, also mit den Theatertexten vor allem von Wiener Gruppe Ernst Jandl, auch mit seinen Hörspielen und mit einigen Texten von Elfriede Jelinek. Und ich basierte an der Thesis in meiner Arbeit, dass diese Autoren sich eben durch Experiment, formalen, sprachlichen, gegen die Nachkriegs, gegen das Schweigen vom Narzissmus in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, seit 50er bis 90er Jahren, dass sie sich durch experimentelle Formen gegen dieses Schweigen verschwiegen gewährt hatten. Dass man eben durch experimentelle Formen bestimmte Inhalte evident machen konnte, die das Gros der Gesellschaft und auch Kulturpolitik verschweigen wollte. Mhm. In der tschechischen Kunst ist das
ein wenig anders. Also zum Beispiel in der Zeit der sogenannten Normalisierung nach der Invasion sowjetischer Armee im Jahr 68. Danach gab es eine solche Welle von sogenannten Studententheatern, die sich indirekt politisch äußern konnten, die immer mit Metaphern, Symbolen, Gleichnissen arbeiteten und die in politische Inhalte, die man nicht direkt aussprechen konnte, mit Metaphern veröffentlichten. Also eigentlich auch experimentell. Das war diese Bewegung von Studententheatern in Prag und auch in Brünn, vor allem Theater Nazar Bradley, Theater Hadivadlo, Husana Provasku und so weiter, kleinere Studienbühnen, die natürlich in Opposition gegen das kommunistische Regime standen, aber damit sie noch arbeiten durften, mussten sie sich durch diese Symbole äußern. Mhm. Okay, vielen Dank, Frau Exner. Was gehört für Sie zum Konzept politische Kunst dazu? Ja, ich finde ganz interessant, was Frau Augustova gerade gesagt hat, dass das Politische natürlich ganz oft auch mit der Form zusammenhängt. Also Inhalt und Form sind hier oft untrennbar miteinander verbunden. Und dass es gibt ja auch sehr viel vordergründig politische Kunst, also die sozusagen eins zu eins abbildet, was wir ohnehin schon wissen, das ist nicht so interessant. Oft sind avantgardistische Formate, die direkt Haltung beziehen und Stellung beziehen, interessanter. Und ich finde, es gibt da ein sehr schönes Zitat auch von Elfriede Jelinek selbst in ihrem Essay, Die Lehre öffnen, heißt es, glaube ich, ja, über Jossi Wieler. Da sagt sie an einer Stelle, ich weiß doch nicht einmal, was das ist, das Politische, aber was eine Haltung ist, eine gefasste Quelle, die die Fassung ständig verliert, das weiß ich. Und das finde ich ganz wesentlich für politische Kunst, dass es dass die KünstlerInnen Haltung zeigen, Stellung beziehen und sich damit in gewisser Weise sicherlich auch angreifbar machen. Und wenn Elfriede Jelinek davon spricht, dass die gefasste Quelle die Fassung verliert, dann spürt man auch, dass diese politische Kunst auch sehr oft verbunden ist mit einer gewissen Emotionalität und einem Engagement, das einen dazu bringt, auch mal die Fassung zu verlieren. Ja, das ist ganz im Sinne von Elfriede Jelinek, genau. Also da dachte ich immer darüber nach, was das Politische bei ihr ausmacht. Und das ist dieses sich zur Disposition stellen, sich exponieren, aber auch natürlich ein gewisser aufklärerisch-emanzipatorischer Impetus. Frau Szczawińska, Sie sind ganz besonders prädestiniert, diese Frage zu beantworten aus Ihrer künstlerischen Praxis heraus. Und Sie selbst repräsentieren das politische Theater, haben sich aber auch mit diesem politischen Theater auf einer künstlerischen Metaebene auseinandergesetzt. Ich meine zum Beispiel Schlemmersche Kreis, schlecht geht es dem Land. Und ist das trotzdem so, dass Sie das Theater für besonders privilegiert halten als eine politische Kunst? Das ist ogromne pytanie o to, czym jest eine riesengroße Frage. Was ist denn diese politische Kunst? Was ist ein politisches Theater? Ich bin sicher damit einverstanden, was hier gesagt wurde, dass Kunst und Politik Hand in Hand gehen, miteinander verwickelt sind. Das stimmt auf jeden Fall. Es stellt sich aber immer folgende Frage, inwieweit wird das sichtbar in einem Theaterstück oder in einer Inszenierung, inwieweit wollen die Künstler das zum Ausdruck bringen, dass es da diese Verwicklung gibt. Was mich interessiert, ist die Definition des Politischen
aber getrennt für jede Inszenierung, weil ich der Meinung bin, dass jede Inszenierung so ein Mikromodell der Gemeinschaft ist und damit ist es auch ein Mikromodell des Politischen. Und dieses Politische kann auf unterschiedliche Arten und Weisen zum Ausdruck gebracht werden. Das kann bedeuten, dass politische Themen direkt angesprochen werden, aber es kann auch sein, dass gewisse Spannungen rund um die Macht herum entlarvt werden, zum Beispiel. Das wird einfach gezeigt, was für Werte von der Gesellschaft vertreten werden. Aber da kann man noch indirekter vorgehen. Das heißt, es gibt eine Komposition, ästhetische Komposition auf der Bühne. Und es gibt noch eine Definition des Politischen in Bezug auf Performance. Und Marta Keil, eine polnische Kuratorin, hat gesagt, dass die Zusammensetzung der Stühle auch etwas Politisches ist. Hat sie gesagt, und das finde ich sehr zutreffend. Also dieser Entwurf der Räumlichkeit, ja, dieser Kontakt zwischen dem Publikum und den Künstlern, das ist auch etwas Politisches. Und schlecht geht es dem Land. Das habe ich in der Tat inszeniert, aber seit dieser Zeit hat sich vieles bei mir geändert. Damals wollte ich wirklich expressis verbis quasi zum Ausdruck bringen, was ich politisch geglaubt habe. Was mich jetzt beschäftigt, ist das Politische auf der Ebene der Ästhetik. Und das Theater ist ja auch ein großer Betrieb. Das ist auch eine gesellschaftliche Institution in Bezug auf die Produktion an sich. Und da gibt es auch unterschiedliche Sachen, die politisch sind. Und darüber spricht man jetzt sehr viel, weil da auch wirtschaftliche Fragen mit anzusprechen sind. Und es geht auch um die Gewalt in der Kunst. Vielen Dank. Mhm. Vielen Dank. Ja, ich möchte, dass wir jetzt uns überlegen bzw. versuchen, die Frage zu beantworten, wie sind die Grundbedingungen für eine politische Kunst und ihre Wirkungskraft in den einzelnen Ländern? Kann man die These aufstellen, dass diese Bedingungen sich in der letzten Zeit radikal verändert haben? Gibt es irgendwie so etwas wie eine neue Öffentlichkeit oder wie sieht man das jetzt zum Beispiel in, vielleicht beginnen wir mit Österreich, Frau Exner, wie würden Sie das in Bezug auf Österreich sehen? Ja, also im Moment hat sich natürlich schon schlicht und ergreifend durch die Corona-Krise einiges verändert. Also die Arbeitsbedingungen, wissen wir, sind im Augenblick schwierig. Das ist natürlich nicht nur in Österreich der Fall, sondern das ist natürlich die Folge der Pandemie. Weil Sie das ganz am Anfang auch beschrieben haben, natürlich die Debatte um Elfriede Jelinek und die Nestbeschmutzung und auch die Diffamierungen, die sie erleben musste. Da würde ich sagen, hat sich in Österreich schon einiges auch verändert, jetzt auch im Bezug natürlich auf diese Autorin, natürlich nach dem Nobelpreis. Es gab, ich glaube, 2016 eine Störung der Identitären bei einer Aufführung von Elfriede Jelinek. Die Schutzbefohlenen, wo ja auch, also Schutzbefohlene spielen die Schutzbefohlenen, also da waren auch Flüchtlinge mit auf der Bühne und diese Aufführung in der Universität Wien wurde von Identitären gestört und unterbrochen. Aber ich würde sagen, ganz grundsätzlich sozusagen dieses Ausmaß an Diffamierung findet eigentlich in meiner Wahrnehmung im Augenblick nicht statt. Was vorhin auch die Kollegin sagte, dass natürlich Theater sehr viel sozusagen, es ja nicht nur um die politischen Diskussionen auf der Bühne geht, sondern tatsächlich auch im Drumherum, also die vielen Diskurse, mit denen sich Theater jetzt im Moment beschäftigen muss. Natürlich die Frage, ist man systemrelevant oder eben auch nicht? Und aber viele Diskurse jetzt gerade am Theater stattfinden, die ich sehr, sehr spannend finde und wo es um Fragen von Diversität geht, von Genderfragen. Act Out ist im Moment eine Diskussion, die in Österreich für sehr viel Aufmerksamkeit sorgt. Und ich würde sagen,
dass sozusagen hier ein sehr starker Wechsel stattfindet im Augenblick zwischen dem Theater und der Gesellschaft, zwischen dem Theater, auch seinen Bedingungen, unter welchen Bedingungen wird produziert, wie wollen wir mit Machtstrukturen umgehen, wie wollen wir mit Gewalt umgehen und seinem Publikum. Und diese Diskussion ist zum Teil sehr intensiv und wird sicher zum Teil von Künstlerinnen und Künstlern auch als Einschränkung empfunden. Also das Theater muss die Freiheit der Kunst auch wieder behaupten. Und auf der anderen Seite ist es sicher auch wichtig und richtig, dass die gesellschaftlichen Diskurse auch nicht nur in die Inhalte gehen, sondern auch in die Frage, wie Theater überhaupt gemacht wird und ob Theater unter Arbeitsbedingungen stattfinden, die vertretbar sind. Ich übergebe das Wort an Frau Augustova. Wie sieht es dieselbe Frage also, zu den Grundbedingungen für die politische Kunst, für eine politische Kunst? Die sind an einer Seite ein wenig besser als vor 10 Jahren, sagen wir, wo Stadtverwaltungen sehr oft experimentelle oder politisch agierende Gruppen stornierten, wechselten Ensembles in vorgestellten Theatern. Aber zurzeit ist die Lage, würde ich sagen, sehr schlecht in dem Sinne, dass es keinen Dialog zwischen der Politik und den Künstlern gibt. Leider führen unser Land momentan extrem korrupte, extrem populistische Leute, die extrem unkompetent sind, auch was das Umgehen mit der Corona-Pandemie betrifft. Und die marginalisieren Kunst überhaupt, inklusive Theater. In der politischen Rhetorik zurzeit heißt es Kunst, also das sind die Freizeitaktivitäten an der letzten Stelle überhaupt nicht mehr, noch nicht oder überhaupt nicht mehr interessant, nicht mehr wichtig. Und das betrifft natürlich auch Künstler, technische Kräfte, Arbeitende im Theater und so weiter. Die Leute haben kein Geld oder sehr wenig Geld für ihre Tätigkeit. Unser Präsident hat sich sogar in der Zeit der Corona geäußert, ja, die Künstler sind am besten, wenn sie hungern. Also diese Klischee noch dazu. Und als Beispiel, vor kurzer Zeit sollte jetzt jetziger Kulturminister Lubomír Zaorálek vom Kulturministerium zum Außenministerium wechseln. Und es sollte ein total, Entschuldigung, blöder, unkompetenter Mann, der nicht einmal richtig Tschechisch reden kann, auf seine Position kommen. Zum Glück hat das der Herr Zaorálek den Wechsel abgelehnt. Er hat als Erster gesagt, jetzt will ich etwas systematisch verändern im Kulturbereich, damit die Leute wirklich nicht kollabieren, nicht mit ihren Aktivitäten total aufhören müssen. Und das habe ich den Künstlern versprochen und das will ich jetzt halten und deswegen gehe ich jetzt nicht zum Außenministerium. Das war ein großes Glück, einziger Beispiel in der ganzen politischen Misere. Also die Lage allgemein ist sehr schlecht, würde ich sagen. Ja, und Frau Szawińska, bitte, im polnischen Kontext, wie sieht das aus? Also die Grundbedingungen, hat sich für Sie in den letzten Jahren etwas grundsätzlich geändert? Ich glaube, die Situation in Polen ist so dynamisch, dass es mir jetzt schwerfällt, wirklich einen synthetischen Überblick über die Situation Ihnen zu geben. Ein Überblick, der realistisch wäre. Wir haben hier so eine paradoxe Situation. Auf der einen Seite haben wir so eine ungünstige Lage im Zusammenhang mit der populistischen und antidemokratischen Politik unserer Regierung. Eine Politik, die die Kultur verwüstet.
Aber auf der einen Seite, obwohl es so viele Affären gab, ob so viele beunruhigende Schritte im Zusammenhang mit der Finanzierung der Theater zum Beispiel, trotzdem würde ich sagen, dass die letzten Monate etwas gebracht haben, was ich sogar als eine Renaissance der politischen Kunst bezeichnen würde. Und ich freue mich sehr darüber, denn in den letzten Monaten erfolgte eine regelrechte Eruption von Gesprächen zu Themen, die wichtige politische Themen waren und nicht angefasst wurden. Anfang des Jahres, da bekam zum Beispiel den Pass der Politiker, der Zeitschrift Politiker, das Theater 21. Das heißt, vor allem von Personen geschaffen, die an Down-Syndrom leiden. Und das, was jetzt in Polen geschieht, was die Kunst der Personen mit Behinderungen angeht, der sogenannte Ableismus, das heißt, diese binäre Auslegung krank und gesund, das, was die ganze MeToo-Bewegung angeht, Gewalt und Sexismus im Theater, das war heute vor einem Jahr noch kaum möglich und plötzlich gibt es eine regelrechte Eruption von dortigen Themen, und zwar gewaltig. Und wir haben in Polen zu tun mit einer Art der politischen Kunst. Das heißt, wir greifen nach autobiografischen Erfahrungen. Das heißt, da werden die Klassen thematisiert oder die Erinnerung oder gemeinsame Erfahrungen. Aber der Ausgangspunkt ist oft die eigene Biografie. Und ich beteilige mich auch daran als Künstlerin, diese Bewegung in Richtung der Autobiografie scheint mir besonders interessant zu sein in der polnischen Kunst. Und natürlich gibt es auch noch die Pandemie als einen weiteren Kontext. Aber das war ein Weckruf. Wir sprechen jetzt darüber, wie wir ein besseres Theater aufbauen können, wie wir alle absichern können und nicht nur die Privilegierten, wenn wir uns mit der politischen Kunst beschäftigen und wenn wir nicht sicherstellen, dass wir unter würdigen Bedingungen arbeiten, dann sind wir Heuchler. Und das war auch eines der Gebiete, wo sich Elfriede Jelinek betätigte. Ich hasse Theater. Ja, das Theater ist ein Ort, wo wir mit ganz besonders vielen Heuchlern zu tun haben. Obwohl die MeToo-Bewegung nicht in direkten Zusammenhang steht, sondern nicht in direkten Zusammenhang, aber das assoziiere ich mit ihrer Herangehensweise an das Theater und die Kunst. Mhm. Vielen Dank. Und Herr Pelinka, was würden Sie dazu sagen? Vielleicht also in ganz Europa oder vielleicht in Ungarn, da kennen Sie sich bestimmt gut aus. Wie schätzen Sie die Lage ein? Sie müssen das Mikro. Ich würde die Lage nicht grundsätzlich als eine sich verschlechternde, als eine radikal schlechtere bezeichnen, was die Möglichkeiten und die Freiheiten der Kunst betrifft. Aber in Ungarn ist von den mitteleuropäischen Staaten die Lage vielleicht wirklich am kritischsten zu sehen, was die Freiheit der Kunst betrifft. Und das hängt mit der Einschränkung der Pluralität und der Freiheit im Medienbereich zusammen. Kunst, sowohl Theater als auch bildende Kunst, Literatur überhaupt, aber auch Musik, braucht Freiheit und der Maßstab der Freiheit ist die politische Pluralität. Ohne politischen Pluralismus, und das heißt aber ohne Medienpluralismus, leidet die Freiheit der Kunst oder sie geht sogar verloren. Und in Ungarn
ist die Medienpluralität massiv eingeschränkt durch die Verweigerung von Lizenzen für regierungsunfreundliche Sender, durch den Aufkauf von Printmedien, durch regierungsnahe Institutionen und Personen. Das heißt, in Ungarn ist vermutlich die Situation in Mitteleuropa verglichen mit Österreich, vielleicht und hoffentlich auch mit Polen, vielleicht und hoffentlich auch mit Tschechien, besonders kritisch zu sehen. Aber ich möchte noch einen Punkt anschneiden, der mir wichtig erscheint. Jede Kunst ist indirekt politisch und oft, zu Recht, nimmt sie das in Anspruch direkt politisch. Und wir haben zwei österreichische Literatur-Nobelpreisträger und an deren Beispiel möchte ich aufzeigen, was ich meine. Elfriede Jelinek ist vor allem vor, teilweise auch nach, es wurde hier erwähnt, die Demonstration der Identitären, das sind Rechtsextremisten, diffamiert wurde. Aber die Kritik an ihren politischen Aussagen ist natürlich legitim. Ich hätte, da sich Elfriede Jelinek immer mit den Folgen und dem Verschweigen des Nationalsozialismus in Österreich beschäftigt hat, unbedingt aus politischen Gründen Jelinek immer verteidigt. Bei Peter Handke, dem zweiten österreichischen Literaturnobelpreisträger, tue ich mir schwer. Denn in seiner Frühphase als Schriftsteller hat er sich auch mit Nationalsozialismus beschäftigt und ist auch deswegen angegriffen worden. Und meine Position war ganz eindeutig auf der Seite Peter Handkes. In seiner späteren Phase hat er aus Gründen, die ich nicht kenne, eine Art nostalgische Vorliebe für serbischen Nationalismus entwickelt. In dieser Frage ist es legitim, ihn zu kritisieren. In dieser Frage kann er sich nicht, wer das gelegentlich versucht hat, immunisieren mit dem Hinweis, ich bin Künstler und brauche mich der politischen Diskussion nicht zu stellen. Also Elfriede Jelinek hat sich gestellt und Peter Handke muss sich auch stellen. Und zu Peter Handkes späteren Entwicklung als Verteidiger von Milosevic kann ich nur sagen, das ist kritisierbar und das habe ich auch als schweren politische Fehlentwicklung gesehen. Das heißt, man kann differenzieren. Die politische Kunst muss sich dem politischen Diskurs stellen. Und das muss erlaubt sein. Und im Fall Elfriede Jelinek ganz eindeutig geht dieser Diskurs bei einem rationalen, historisch-politischen Diskurs zugunsten von Jelinek aus. Bei Peter Handke sehe ich das teilweise anders. Mhm. Vielen Dank für diese Ausführung mit Illustrationsbeispielen. Vielleicht gibt es irgendwelche konkreten Fälle. Oder ich wollte Sie fragen, also weil Elfriede Jelinek hat mehrmals die Lage der kritischen Künstlerinnen und Künstler analysiert und sie sprach von Deklassierung aller, die die Kunst leben. Das war in der Heine-Preisrede im Jahre 2002. Und wie gesagt, sie selbst war massiven Angriffen von Politik und Medien ausgesetzt. Also zum Beispiel wurde sie unerlaubter Grenzüberschreitungen bezichtigt. Ihre Werke wurden skandalisiert. Sie und andere Künstlerinnen wurden öffentlich verurteilt als Tugendterroristen, zum Beispiel Nestbeschmutzer, wie der Titel also dieser Diskussion besagt, oder zum Beispiel selbsternannte kulturelle Elite diffamiert. Wie sieht die aktuelle Lage in den einzelnen Ländern aus? Gibt es Beispiele für Skandale, wirklich zum Beispiel für Zensur oder Zensurversuche oder Diffamierung oder Repression? Wird tatsächlich die Kunst skandalisiert von der Politik oder gehört das irgendwie der Vergangenheit an, über die auch Jelinek so oft geschrieben hat früher? Vielleicht beginnen wir wieder mit Österreich, Frau Exner. Wie sieht es aus mit Jelinek? Ist sie jetzt nicht mehr so radikal, oder? Oh doch, ich glaube schon, dass sie sehr radikal ist nach wie vor. Ich finde auch jetzt ihre Bezugnahme auf den Ibiza-Skandal durch den Text Schwarzwasser sehr, sehr interessant. Er führt nicht mehr zu dieser Art von Diffamierung. Also ich glaube, dass sich schon, gerade was Jelinek betrifft, Stereotype verfestigt haben, Stereotype
über ihr Werk, zum Teil auch über ihre Person. Das ist ja auch gerade bei ihr oft auf sehr ungute Art und Weise miteinander verwoben, dass man aus dem Werk direkt Rückschlüsse zieht auf ihre Person, und diese Rückschlüsse sind oft diffamierend. Aber jetzt ein solcher Skandal oder diese Plakate, die man ja auch gesehen hat, bei der ersten Angelobung der FPÖ, oder es war noch früher, aber es gab so eine Plakatkampagne, wollen Sie, und dann waren verschiedene Namen, unter anderem Elfriede Jelinek, oder wollen Sie Kunst und Kultur? Das ist ja ein unfassbar, diesen Gegensatz aufzumachen. Und sie hat darauf ja auch sehr heftig reagiert und sehr unter diesen Anfeindungen gelitten und das auch geäußert. So extrem ist es sicher nicht. Und wie gesagt, die Identitären, also diese rechtsradikale Gruppe, die dann diese Aufführung gestürmt hat, ja, es gab eine kurze Aufregung, aber es war nicht mehr in dem Ausmaß. Ich würde trotzdem sagen, Elfriede Jelinek ist nach wie vor radikal. Und sie äußert sich ganz unmittelbar zu den Ereignissen. Und das finde ich eben, wie gesagt, gerade bei Schwarzwasser sehr interessant, dass eine Autorin im Theater Stellung bezieht, hinter die Kulissen schaut, einen eigenen Text schreibt über einen Skandal, der im realen Leben ja noch stattfindet. Die Kommissionen laufen noch, die ganzen Untersuchungen laufen noch. Und trotzdem, und das ist ja auch das Tolle am Theater, dass Theater so schnell reagieren kann, trotzdem äußert sie sich während des laufenden Prozesses darauf und nicht im Sinne einer Erinnerungskultur oder eines im Nachhinein die Dinge betrachten. Und natürlich, das provoziert nach wie vor. Es wird nur, glaube ich, nicht mehr in dieser Heftigkeit und nicht so in der Öffentlichkeit ausgetragen, wie das noch vor einigen Jahren der Fall war. Ja, das ist in der Tat bei ihr, also sie reflektiert auch darüber, ständig über die eigene Position dabei. Wenn sie zum Beispiel schreibt, und das ist ein Kommentar zu dem Stück, von dem sie gesprochen haben, Fischzug im Trüben 2020, da heißt es, Schaden tut den Populisten sowas nicht. Und so bin ich es, die sich lächerlich macht, indem sie gegen diese Mechanismen antritt. Und dann also schreibt sie, man kann das nicht tun, man kann nicht sozusagen eine Wirklichkeit, die bereits eine Parodie ist, noch weiter parodieren. Das ist natürlich also dieser Kontext, in dem sie schreibt, den sie auch gleich erläutert und zeigt die Schwierigkeiten auch. Wie kann man heutzutage noch dagegen anschreiben? Ja, ich denke auch gerade, wenn ich kurz ergänzen darf, dieses Zitat, also dieser Essay Fischzug im Trüben ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Essay. Und sie schreibt dann ja auch an einer Stelle, also über politische Kunst, eine Kritik, die greift. Ich glaube nicht, dass man das eher den Journalisten überlässt. Mhm. Ja, also eine Kritik, die wirklich dann auch verändernd oder die Wirklichkeit verändert, aber sie verändert den Diskurs, und das ist spannend. Mhm. Also sie, und was sie auch gerade sagt, die Wirklichkeit ist schon eine Parodie, und sehr interessant ist, wie Elfriede Jelinek auch mit den Mitteln von Subversion und Komik nochmal da eingreift, genau, und gerade in Schwarzwasser auch zeigt, wie absurd, ja nahezu komisch, lustig es ist, wenn Täter so vehement versuchen, sich selber zu opfern, hoch zu stilisieren, und wie sie mit Sprache agieren, das hat wirklich komödiantische Züge dann, und das sieht man auch in der Aufführung. Martin Wuttke und Caroline Peters spielen das auch wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Ja, ich gebe das Wort an Herrn Pelinka. Jetzt ist was mit meinem Mikro nicht in Ordnung. Bin wieder da. Ja. Ja, ich wollte... Ja, bitte. Ja, bitte, ich wollte diese Frage dann an Sie weiterleiten, also die Frage nach den Skandalen und Skandalisierung. Ja, also es ist sicherlich so, dass Elfriede Jelinek heute viel breiter als eine große österreichische Dichterin akzeptiert ist. Das heißt, die Skandale der Vergangenheit sind in dem Sinn Geschichte. Die Identitären sind eine kleine Minderheit. Die Freiheitliche Partei hat sich mit Ibiza zwar noch nicht selbst zerstört, aber ist der Selbstzerstörung sehr nahe gekommen.
Das heißt, wir haben in Österreich doch eine etwas andere Situation als noch vor 20, 30 Jahren. In dem Sinn eine bessere Situation. Freilich alles gebrochen durch das alles überschattende Phänomen der Pandemie. Das heißt, wir werden sehen, wie nach der Pandemie, wenn die Theater wieder offen sind, wenn Kunst wieder direkt und nicht nur über Bildschirme stattfindet, was dann passiert. Aber Elfriede Jelinek ist nicht mehr eine Außenseiterin des politischen Diskurses. Sie ist breiter akzeptiert. Sie wird vom politischen Mainstream weitgehend akzeptiert. Ich verweise nur darauf, dass ein prominenter Politiker der österreichischen Volkspartei Wert darauf legt, zu betonen, er geht zu jeder Jelinek-Premiere ins Burgtheater, weil das gehört sich so. Das heißt, hier ist eine Art Kanonisierung eingetreten. Ob das nur positiv zu sehen ist, muss diskutiert werden. Aber jedenfalls, Jelinek spaltet nicht mehr die Gesellschaft, nur radikale Außenseiter, die intellektuell nicht mehr ernst genommen werden, die auch politisch nicht ernst genommen werden, wagen sich noch an die nun zu den Ehren der Kunstaltäre erhobenen Elfriede Jelinek dagegen aufzumucken. Vielen Dank. Und Frau Augustova? Es gibt bei uns kaum eine so skandalöse Autorin oder einen Autoren wie Elfriede Jelinek in Österreich. Und diese Rolle spielten Werke von Elfriede Jelinek auch bei uns, dass sie Skandale ausgerufen hatten, mindestens im Rahmen des Theaters. Die erste Inszenierung war zufälligerweise 2004 in Černohorní Studio Ústí nad Labem, das war Krankheit oder moderne Frauen, und dann gleich sehr bald Clara S. im Theater Komödie in Prag. Und damals war Jelinek weniger als politisch kritische Autorin skandalisiert, eher als feministische Autorin wurde sie skandalisiert, weil leider das Thema Feminismus ist noch immer in Tschechien sehr unpopulär und immer sehr vulgär und grob vom Anfang an disqualifiziert, das Thema Feminismus überhaupt. Also Autorin, feministische Autorin, das war 2004 nicht akzeptabel. Dann sogar bei der Premiere von Sportstück in Prager Theaterkomödie. Dieses Theater spezialisierte sich auf deutschsprachige Dramatik wie eben Jelinek, Werner Schwab, Thomas Bernhard und so weiter. Aber trotzdem, die Premiere war 2006, glaube ich. Und obwohl ich Sportstück nicht direkt für ein feministisches Stück halte, die Atmosphäre vor allem zwischen Theaterleuten, zwischen Theaterkritikern war sehr negativ, noch vor der Premiere. Eine Kollegin, die neben mir saß, sagte zu mir, ja, aber die Übersetzerin muss eine solche Arbeit nicht akzeptieren, nicht wahr? Also ich habe damals das Sportstück für das Theaterkomödie übersetzt. Und schon das war unakzeptabel, meine Arbeit, meine übersetzerische Arbeit. Also, aber das ist, also diese Arroganz und Allergie ist mehr oder weniger verschwunden, auch gegen Jelinek. Aber ihre Stücke werden jetzt vor allem von ganz kleinen, experimentellen, alternativen Bühnen aufgeführt. Also die Zeit, wo Nora, was geschah, als Nora ihren Mann verlassen hatte, wo Nora im Prager Nationaltheater aufgeführt wurde, ich glaube 2010, diese Zeiten sind auch weg. Und jetzt zum Beispiel spielt man die Erlkönigin in einem ganz kleinen Theater, Rubin in Prag. Und das ist interessant, der Regisseur selbst stammt aus Uherské Hradiště, wie auch Jelineksche Vorfahren. Und er
evoziert durch ihr Stück die verschwiegene tschechische sozusagen narzisstische Vergangenheit. Er hat erzählt in Verbindung mit der Premiere, dass vor allem folkloristischer Verbund in Uherské Hradiště hat sehr aktiv an der am Holocaust mitgeholfen dort. Und deswegen nimmt dieser junge Regisseur jetzt die traditionellen Kostüme folkloristische ins Stück. Es spielen zwei Frauen, aber in männlichen diesen folkloristischen Kostümen, weil es gibt dort diese Assoziation zur tschechischen Nazismus-Vorgeschichte. Ob das Publikum diese Konnotationen, Assoziationen versteht, weiß ich natürlich nicht. Wahrscheinlich ist das zu allegorisch, zu metaphorisch für das tschechische Publikum. Aber also in diesen Studienbühnen am Rande des Theaterbetriebs werden jetzt jelinek'sche Stücke aufgeführt. Ja, Elfriede Jelinek ist natürlich einzigartig in diesem tagespolitischen Engagement, was Sie, Frau Exner, betont haben, und aber in Verbindung mit einem wirklich hohen ästhetischen Niveau. Das ist dieses Einzigartige. Ja, und ich, ja, bitte, vielleicht direkt, ich wollte direkt darauf reagieren. Ja, ich denke auch, also dass man jetzt auch aufpassen muss, dass es nicht so klingt, als wäre jetzt eh alles so. Super, ja. Also es ist nach wie vor ein Theater der Störung, das sich aus der Form ergibt. Und wir hatten das vorhin schon besprochen, ja, dass Inhalt und Form eng miteinander verwoben sind. Und dieses, die Zuschauer herauszureißen aus der Komfortzone und aus bestimmten Theaterkonventionen und Sehgewohnheiten, das findet natürlich nach wie vor statt und das produziert auch nach wie vor. Natürlich. Das wollte ich schon auch sagen. Natürlich. Und Frau Schawinska, ich wollte Sie auch fragen, glauben Sie, dass in Polen irgendwie so eine ähnliche Instanz, ähnlich radikale Instanz oder eine Instanz, die eine Reflexionsinstanz an der Schnittstelle zwischen Politik und Kunst, dass es so etwas gibt oder ob es überhaupt nötig ist? So eine sozusagen Kulturkampf-Ikone oder so. Ich habe diese Bezeichnung gehört, Kulturkampf. Das haben Sie gesagt und ich überlege gerade, ob so eine Ikone überhaupt relevant ist für den Kulturkampf, den wir gerade in Polen haben, in der jetzigen Phase, die wir beobachten. Man könnte sagen, dass das polnische Theater den größten Skandal im Februar 2017 hatte, als wir die Uraufführung von Klontwa hatten, also Fluch. Und das war ein jugoslawischer Regisseur und er hatte ein polnisches Team. Agnieszka Jakinek war dabei, Goran Janiaca. Das sind teilweise auch serbische Künstler und natürlich die Schauspieler und Schauspielerinnen von Teatr Powszechny in Warschau. Das war die polnische Klassik, könnte man sagen, aber da ist ein Tabuthema angesprochen worden und das ist die Rolle der katholischen Kirche. Und ja, also die Beteiligung der Kirche am Verbrechen an der Gesellschaft. Man hat da nach der Verantwortung von Johannes Paul II. Gefragt, der die Kinderschänder einfach in Schutz genommen hat in der Kirche. Und es gab weitgehende soziale Auswirkungen. Das war der einzige Zeitpunkt, wo alle über Theater gesprochen haben. Auch Menschen, die nie im Leben ins Theater gegangen sind. Und es gab auch Demonstrationen direkt vor dem Theatergebäude. Und ich habe selbst auch an Demos, an Gegendemos teilgenommen. Und wir hatten da Rechtsextreme, die sehr
aggressiv waren. Und ich glaube, dass das auch eine Öffnung war. Aber gleichzeitig hat sich da auch etwas ausgeschöpft. Es wurde gezeigt, dass auch dieses Tabuthema angesprochen werden kann. Das ist also doch möglich. Und es gab auch diese Tendenz und das Theater Kritik, also das kritische Theater hat sich weiterentwickelt, aber ich habe so einen Eindruck, dass das alles schon bekannt ist. Also wir sind schon müde, wir wissen, dass es schlimm ist, wir wissen, dass es viele Heuchler gibt und diese politische Kunst im Moment in Polen, die beschäftigt sich mit dem Wiederaufbau sozusagen. Also wir sagen, Versuch auf unternommen, dafür zu sorgen, dass wir schon wieder einen gewissen Kontakt haben mit der Bevölkerung, dass wir wieder ins Gespräch kommen mit der Bevölkerung. Und wir haben noch diese Klimakatastrophe. Das ist eine Krise, auf die wir uns unbedingt beziehen müssen, wenn wir über die Politik sprechen. Vielleicht ist das eben das dringendste Thema, das dringendste politische Thema. Und vielleicht ist nichts wichtiger, als die Regierung unter Druck zu setzen, damit sie etwas fürs Klima unternimmt. Und gleichzeitig, also wie soll ich das formulieren? Ich will nicht, dass das naiv klingt, aber ich glaube, dass wir ein bisschen also wir sollen es vermeiden, dass diese Sympathie entsteht für die materielle Welt. Und ich glaube, dass wir es nicht zulassen können, dass wir so eine Ikone der kritischen Kunst haben in Polen. Elfriede Jelinek, naja, ich mag sie sehr, aber ich assoziiere sie auch mit Verzweiflung. Und die Sprache, der sie sich bedient hat, hat die vieles geöffnet sozusagen. Sie hat uns viel beigebracht. Aber das ist auch sehr traurig. Und ich glaube, dass wir eben diese Sympathie brauchen für die Welt, in der wir leben, um diese Welt einfach zu retten, auch in Bezug auf den Klimawandel. Und in Polen brauchen wir einen Wiederaufbau und das kann eine einzige Person nicht leisten. Und deshalb würde ich eher nicht dafür sein, dass wir eine Ikone haben, sondern wir bräuchten ein Netzwerk. Das sollten unterschiedliche Personen sein, Institutionen, Gruppen und so weiter und so fort. Und das ist auch etwas, was wir von der jüngsten Generation der Künste lernen. Und da könnte ich einen Namen nennen. Das ist so ein Duo. Die zwei heißen Schicksal. Und das ist Post-Punk-Musik. Das ist auch eine Art Performance an der Schnittstelle zwischen Performance und Theater. Und sie arbeiten auch an einer Aufführung in Warschau bei einem unabhängigen Theater. Und das ist, glaube ich, auch so ein Transfer, also von Musik ins Theater. Und das ist auch eine Art Partnerschaft zwischen unterschiedlichen Arten der Kunst. Und das kann uns auch eine große Kraft bieten. Und bei der Diskussion ist das auch gesagt worden. Das heißt, man hat gefragt, was passiert, wenn die Realität einfach größer wird als die Kunst selbst oder komischer wird als die Kunst selbst. Und ich glaube, dass das in Polen durchaus der Fall ist. Also die Wirklichkeit geht viel weiter als die Künstler und Künstlerinnen. Und wir brauchen dringenden Wiederaufbau. Ja, vielen Dank für dieses Statement. Das ist etwas Positives, dass Sie, also gut, Sie sprechen von Verzweiflung. Bei Jelinek, das ist sehr ambivalent. Also sie kritisiert die gesellschaftliche Wirklichkeit, sie plädiert für etwas, für vieles. Sie tut das aber ex negativo in der Tat. Und man kann auch daraus eine gewisse Utopie ableiten. Ich gucke schon auf die Uhr, wir müssen Schluss machen. Es tut mir sehr leid, also das ist, unsere Zeit ist schon vorbei. Also ich will das auch nicht glauben, wollte, dass wir noch irgendeinen Begriff reinbringen, aber das schaffen wir nicht mehr, nämlich den Begriff Moral, der auch im Titel dieses Symposiums steht und dieser ethische Imperativ, diese Verantwortung als Verantwortung, also auch Verantwortung übernehmen für den anderen. Und ich möchte mit einem kleinen Jelinek-Zitat schließen aus der Heine-Preisrede. Und das ist kein Zufall, dass ich so oft diese Parallelen zwischen Heine und Jelinek finde, wenn wir über die politische Kunst sprechen. Es heißt nämlich, und das zum Abschluss, und trotzdem, also das ist so, also diese Trotzdem-Kunst, und trotzdem ich versuche, alles und jedes zusammenzuzwingen, um etwas zu sagen, denn das eigene Leben hat nur Sinn, wenn es mit dem der anderen verbunden ist.
Und das wäre Frau Strawinska in diesem Sinne auch. Also das hat auch Jelena hat das gesagt. So, ich bedanke mich in diesem Sinne ganz herzlich für diese Diskussion. Es war mir wirklich ein Vergnügen, Sie kennenzulernen und mit Ihnen heute Abend über diese interessanten Fragen zu sprechen. Vielen herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, der nächste Tagesordnungspunkt ist ein Gespräch mit dem frappierenden Titel »Eine Frau schafft kein Werk«. Sie wird begleitet von Claudia Breger und Asako Fukuoka und moderiert für die Diskussion von Stefan Kramer. Er ist Professor für Deutschdidaktik und Neue Deutsche Literatur an der Universität Wien. Er erforscht unter anderem die österreichische Literatur, die Drama- und Theatertheorie, das Verhältnis von Literatur und Politik sowie Gender Studies, insbesondere im Bereich der Männlichkeit. Außerdem ist er Mitglied des Interuniversitären Forschungsverbundes Elfriede Jelinek. So, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie herzlich zu unserem Gespräch mit dem Titel »Eine Frau darf kein Werk haben« einladen. Und dieses Gespräch wird ja im Rahmen des interdisziplinären Online-Symposium Kunst, Politik, Moral durchgeführt. Und wie Sie unschwer erkennen können, sind unsere Gastgeber das Österreichische Kulturforum in Warschau. Wir sitzen freilich nicht in Warschau, sondern sind wirklich auf der ganzen Welt verteilt. Meine Gesprächspartnerinnen sind zum einen Claudia Breger, sie ist aus New York zugeschaltet, und Asako Fukuoka, sie ist zugeschaltet aus Tokio, und ich selbst sitze gerade in Wien. Und ich möchte aber meine Gesprächspartnerinnen kurz einmal vorstellen, damit sie wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Es ist zum einen Claudia Breger eben, sie ist Professorin der Germanistik und vergleichenden Literaturwissenschaft an Columbia University in New York. Sie leitet dort auch die Graduate German Studies mit den Arbeitsschwerpunkten im Bereich Literatur- und Kulturtheorie. Insbesondere beschäftigt sich auch mit Fragestellungen, intersektionalen Fragestellungen zu Gender und Race und auch zu gegenwärtigen Entwicklungen im Theater und Film hat sie einiges geforscht. Vielleicht zwei, drei nennenswerte Publikationen von ihr: An Aesthetics of Narrative Performance, 2012 erschienen, Nach dem Sex, Sexualwissenschaft und Affect Studies, 2014 erschienen, und ganz jung eine Studie zum Contemporary European Cinema mit dem Titel Making Worlds. Also das ist Frau Breger aus New York zugeschaltet, und auf der anderen Seite Asako Fukuoka. Sie ist Assistenzprofessorin für Modern German Literature an der Tokyo Metropolitan University. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der österreichischen Literatur im späten 20. Jahrhundert. Sie hat insbesondere zu Elfriede Jelinek geforscht, auch mit einer Dissertation zum Thema die Körperlichkeit der Sprache in den frühen Werken Elfriede Jeleneks. Dazu war sie auch sehr oft in Wien und ich habe sie dort auch kennenlernen dürfen. Und das freut mich, dass wir hier jetzt zwar virtuell zusammenkommen, aber wieder ins Gespräch kommen können. Weitere Arbeitsschwerpunkte sind von ihr Katastrophendiskurse in der Literatur, interkulturelle Germanistik und ein paar nennenswerte Sammelbände, bei denen sie auch Mitherausgeberin ist, wäre etwa Kulturkontakte, Szenen und Modelle in deutsch-japanischen Kontexten aus dem Jahr 2015 und ein Sammelband, der jetzt bald einmal zu haben sein wird, mit dem schönen Titel Einheit in der Vielfalt, Fragezeichen Germanistik zwischen Divergenz und Konvergenz. Sie sehen, wir sind hier sehr global aufgestellt, und um diese transkulturellen, transnationalen Aspekte wird es auch bei unserem Gespräch gehen, das unter dem Motto steht, eine Frau darf kein Werk haben. Und wenn man sich dieses Zitat von Jelinek hernimmt, dann fragt man zunächst einmal, na, wann hat sie denn das gesagt? Und das ist schon etwas länger her, nämlich Ende der 90er Jahre, 1997 hat sie in einem Gespräch
mit Marlene Strerowitz in einem Emma-Interview sich mit der Frage auseinandergesetzt, sind denn schreibende Frauen eigentlich Fremde in dieser Welt? Und mit dieser Frage möchte ich auch unsere Diskussion starten bei einem Thema, wo es so um den Ort oder den Nichtort von Frauen in der Kunst gehen wird, wo es auch um die Frage der Sichtbarkeit von Künstlerinnen gehen wird oder auch um die phallische Anmaßung, wenn Frauen in der Kunst tätig werden. Und das vor dem Hintergrund von Positionen, Rollen und Aufgaben von politischen Künstlerinnen auch im transnationalen Vergleich. Und ich möchte vielleicht gleich mit der Frau Breger beginnen, diese Frage oder diese Aufforderung oder diese Vermutung, eine Frau darf kein Werk haben. Wie aktuell schätzen Sie denn diese Formulierung von Elfriede Jelinek ein? Ist das heute noch zutreffend, wenn wir dieses Diktum hernehmen? Vielen Dank, ja. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unseren Austausch. Und sozusagen meine spontane Antwort auf diese Ausgangsfrage war und ist vielleicht eine doppelte, zu sagen, einerseits scheint sie so gar nicht mehr aktuell zu sein und andererseits aber dann doch auch wieder sehr aktuell, nämlich dahingehend, dass einerseits, ja, Sie haben selber gerade gesagt, das Zitat kommt ursprünglich aus den 90er Jahren vor dem Nobelpreis und Jelinek selbst hat auch in einem neueren Interview, wo das dann nochmal zum Thema wurde, auch durchaus gesagt, dass sich einiges schon seitdem verändert hat, wenn auch rhetorisch eher mit der Betonung, dass sich dann doch nicht so viel verändert hat. Aber sozusagen aus meiner amerikanischen Perspektive würde ich auch sagen, einerseits hat sich wirklich sehr, sehr viel verändert und wir sollten diese Veränderungen auch ernst nehmen. In der amerikanischen Germanistik sind Lehrpläne sicherlich insgesamt nochmal, würde ich zumindest sagen, stärker umgestellt worden als im deutschen Germanistik-Kontext. Häufig zumindest höre ich das immer so von außen. Also es wird doch ganz bestimmt insgesamt in den USA mehr Jelinek unterrichtet als Thomas Bernhard und so weiter. Also da gibt es schon irgendwie wirklich auch nachhaltige Veränderungen in dieser Hinsicht. Andererseits ist eben, wie gesagt, in den letzten Jahren diese Frage nicht nur bei Elfriede Jelinek, sondern auch an ganz vielen Orten wieder sehr neu aktuell geworden. Die Frage nach weiblicher Autorschaft, danach, was sich denn wirklich verändert hat, wie nachhaltig die Veränderungen sind, wie durchgängig sie sind. Also zum Beispiel muss man, glaube ich, auch wirklich nach Kontexten differenzieren. Also ein bisschen mit einer Spitze gegen meine Heimatuni könnte man auch sagen, dass dann zum Beispiel an den Ivy League-Institutionen doch teilweise die Lehrpläne noch traditioneller sind als an anderen Institutionen, also dass es da auch Unebenheiten gibt in der Radikalität des Wandels. Jelinek selber hat in diesem neueren Interview auch interessanterweise den Unterschied gemacht, dass einerseits heute Frauen auch zum Schreiben ermutigt werden und vielleicht sogar leichter einen Verlag finden als Männer, aber andererseits, dass sich das nicht übersetzt in wirklich nachhaltige Veränderungen im Hinblick auf Kanonisierung. Also das, was dann sozusagen als das dauerhafte Werk gilt, nicht so schnell feministisch geöffnet worden ist oder gar nicht. Das wäre halt die Frage, wie die tagesaktuellen Wahrnehmungsweisen. Und das ist meines Erachtens eine sehr spannende Differenzierung, die es sich auch lohnt, weiter zu verfolgen, wenn wir diese Frage eben wirklich auch stellen, warum eigentlich die neue Aufmerksamkeit auf den Asymmetrien im repräsentativen Prozess, nicht nur in der Literatur, auch im Kino, heute Abend sind Oscars. Also da diese Fragen sind im Moment wieder ganz, ganz aktuell und ich hoffe, dass wir noch ein bisschen darüber spekulieren können, auch heute, warum eigentlich. Aber vielleicht erst mal so viel als Eingangsstatement. Okay. Vielleicht nur als eine Ergänzung, woher diese neuere Position oder ja keine so neue Position von Jelinek, aber wo sie auch 2020 noch einmal diese Aspekte von, dass eben die Frau kein Werk haben kann, deutlich gemacht hat, in einem Band von Ilka Diepgraf herausgegeben zum Thema Schreibtisch mit Aussicht, hat eben auch Elfriede Jelinek auf E-Mails geantwortet und da hat sie eben auch noch einmal darauf Bezug genommen, dass eben die Frau kein Werk hat und hat das sehr eng geführt mit dem Begriff der Verachtung, den eben weibliche Künstlerinnen immer auch wieder ausgesetzt
sind. Frau Fukuoka, wenn ich Sie fragen darf, aus dieser Perspektive, eine Frau darf kein Werk haben und heute formuliert Jelinek, die Frau hat kein Werk. Wie sehen Sie aus Ihrer Perspektive diese Aspekte, Aktualität dieses Diktats? Also wie Frau Breger schon am Anfang gesagt hat, also habe ich mich auch gefragt, ob die, also oder inwieweit die Frage oder diese Aussage Jelineks aktuell ist, weil heutzutage sind Frauen oder Autorinnen eigentlich auch sehr sichtbar, ne? Auch bei uns in Japan. Also wenn ich das Wort, die Sichtbarkeit jetzt mitbeziehen kann. Und sie schreiben nicht nur, sondern gehören auch Juries renommierter Literaturpreise an und sind auch auf sozialen Medien aktiv, ne? Vor allem auf Twitter. Mhm. Und seit den 2010er Jahren scheinen feministische Diskussionen generell aktiver geführt zu werden. Mhm. Und wie sie bei so Hashtags wie MeToo oder Time's Up schauen können. Und dieses Phänomen hat sich auch bei uns ziemlich so viral entwickelt. Mhm. Und daher würde man sich fragen, ob eine Frau noch kein Werk hat, also wie in den 1990er Jahren, als Jelinek also dieses zum ersten Mal geäußert hat. Mhm. Aber wenn auch ich nicht sagen würde, dass die Situation so gleich wie damals ist, erlauben verschiedene soziale Phänomene Frauen, also bei uns auch heute, kein Werk zu haben, im tieferen Sinne, finde ich. Und als Faktoren dafür könnte man zuerst den rechtspopulistischen Backlash nennen, aber auch neoliberalistische Tendenz insgesamt, würde ich sagen. Und Herr Kramer hat auch das Wort oder das Konzept Verachtung jetzt genannt, ne? Und ich wollte mich eigentlich darauf fokussieren in diesem Zusammenhang. Und zwar neben diesen sozialen oder politischen Tendenzen, also so rechtspopulistische oder neoliberalistische Tendenzen, finde ich bei Jelineks Aussage oder die These das Konzept Verachtung als Kern wichtig. Interessanterweise wiederholt sie dieses Wort Verachtung in den beiden Interviews, in denen sie eben eine Frau hat kein Werk besagt. Es geht aber nicht um Emotionen, sondern viele soziale Systeme, also zumindest bei uns, sind durch Verachtung gegenüber Frauen als grundsätzliche Einstellung vernetzt, denke ich. Also in den letzten Jahren hat es bei uns sehr typische oder markante Fälle dafür gegeben. Zum Beispiel die japanische Gesellschaft der Gynäkologen ist jetzt dagegen, dass die sogenannte Pille danach, sagt man das? Ja. Pille danach in der Apotheke und ohne Rezept leichter verfügbar gemacht werden. Und ihr Argument lautet, Frauen ohne Kenntnisse darüber können leichtsinnig zu den Mitteln zugreifen. Zum Beispiel. Also Frauen werden also bei uns in verschiedenen Kontexten als Objekt betrachtet, das Erziehung oder Kontrolle oder Strafe also von Männern so braucht. Also einige Rahmenbedingungen, ne, auf institutioneller Ebene sind also bei uns seit 1990er Jahre, also generell verbessert, oder es scheint zumindest so, aber die Verachtung gegenüber Frauen bleibt in der Gesellschaft ganz aufrecht, würde ich sagen. Insofern hat Jelineks Aussage, also die an sich sehr resignierend klingt, hat damit leider immer, leider würde ich oder muss ich sagen, immer noch recht. Also zuerst soweit zur Jelineks
These. Ich glaube, was ganz deutlich oder wichtig geworden ist, mir auch in Ihren Ausführungen, dass wir natürlich auch dieses gesellschaftliche oder gesellschaftspolitische Fragen hier diskutieren müssen, welchen Stellenwert Frauen eben auch in der Gesellschaft zugewiesen wird. Und da mag es sehr wohl auch, Sie haben ja den Begriff des Rechtspopulismus, auch neoliberale Tendenzen eine wesentliche Rolle spielen. Und die Frage, wie das auch in den Kunstbetrieb sich sozusagen eingeschrieben hat und welche Rolle hier dann Frauen überhaupt übernehmen können, das ist eine spannende. Ich weiß nicht, Frau Breger, möchten Sie diesen Aspekt des Rechtspopulismus oder auch diese Frage der Identitätspolitiken, die ja damit auch vielleicht noch viel stärker auch geworden sind, auch noch einmal aus Ihrer Perspektive reflektieren? Ja, eigentlich im Wesentlichen auch bestätigend. Also das wäre sozusagen dann auch der erste Teil meiner Antwort gewesen auf diese Frage nach der neuen Aktualität, dass ich denke, dass das politische Klima der letzten Jahre wirklich diese Fragen wieder sehr verschärft und zugespitzt hat. Also wie Sie jetzt gerade schon gesagt haben, von rechtspopulistischer Seite ist ja in vielen Ländern in Europa, auch in Südamerika, in unterschiedlichen Teilen der Welt wirklich ganz dezidiert so eine Anti-Gender-Ideologie initiiert und verstärkt worden. Insofern haben wir, dass wir jetzt sozusagen diejenigen, die das akademisch behandeln und vielleicht irgendwie vor ein paar Jahren dachten, es wird allmählich doch alles besser, sind ganz stark darauf verwiesen worden, dass eben tatsächlich aktuell sich Sachen auch in die andere Richtung verschieben und gesellschaftliche Spielräume auch real wieder geringer geworden sind an ganz unterschiedlichen Orten unserer Welt. Insofern macht es für mich eben dann auch sehr viel Sinn, dass vor diesem Hintergrund auf den linken, feministischen, egalitär orientierten Seiten des politischen Spektrums teilweise neue Insistenzen auf Identität wieder da sind, neue Verschärfungen von politischen Formulierungen, Fragen nach Positionalität, wobei ich ganz, ganz klar darauf hinweisen würde, dass dieser Vorwurf der Identitätspolitik ein ganz, ganz politisierter ist, dass Identitätspolitik etwas ist, was als solches erfunden wurde, eher auf der rechten Seite des politischen Spektrums und da eben auch ganz massiv instrumentalisiert wird. Also einerseits, dass sozusagen die Rechtspopulismen selbst Identitätspolitik sind, der Versuch zum Beispiel europäische Identitäten stark zu machen gegenüber Einwanderung und auf der anderen Seite dann aber eben auch ein Vorwurf an die politischen Gegnerinnen, wir betrieben Identitätspolitik, wo teilweise einfach nur die Frage und das Beharren darauf da ist, dass Ungleichheiten, die weiterhin aktuell sind, eben auch artikulierbar sein müssen, was nicht das Gleiche ist, wie tatsächlich auf essentialistischen Identitäten zu beharren. Also das jetzt sozusagen so ganz, ganz grob zu diesem Themenkomplex. Aber haben hier dann, und Sie können sozusagen, wir müssen nicht immer abwechselnd sozusagen auch diskutieren, sondern wer dazu was sagen möchte, kann das Wort ergreifen. Ist sozusagen, hat die Kunst dann nicht auch genau die Aufgabe, hier auch Markierungen zu setzen, sei sie jetzt eben auch, indem sie identitätspolitisch auch agiert und fordert, dass Frauen sichtbar werden, dass Frauen einen Ort in der Kunst bekommen? Oder ist es jetzt zu weit, dass man sagt, eigentlich diese Kategorien, sich hinter diesen zu verstecken oder zu fordern, ja, jetzt bin ich eine Frau und habe Kunst produziert, jetzt will ich in den Kanon aufgenommen werden oder ich muss jetzt den nächsten Preis bekommen, schon allein aus einer Frauenförderperspektive. Was stehen da Frauen oder Künstlerinnen mit Sternen geschrieben generell für Möglichkeiten, hier auch aktiv zu werden? Ich weiß nicht, wer dazu was sagen möchte. Möchten Sie erst mal oder... Wir müssen eben mitmachen. Ja, wunderbar. Also diese Möglichkeit. Also Kanonen zu schreiben oder Kanonen
zu haben oder bleiben zu lassen. Mhm. Es hängt aber, wie gesagt, nicht nur von dem Schaffenden, also von der Autorin als Projekt ab, sondern es ist eher die Einstellungsfrage auch, würde ich sagen. Und ja, vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, der Unterschied sozusagen, was mache ich als Künstlerin, wie schreibe ich mich in den Betrieb ein, und dieses Diktum von Jelinek, die Frau darf kein Werk haben, da steht ja sozusagen was anderes dahinter, auch so eine männliche Hegemonie möglicherweise, die der Kultur, den Kultur- oder Kunstbetrieb auch durchdringt. Ja, Frau Breger. Ich dachte jetzt gerade, vielleicht sollte man die Frage auf mehreren Ebenen beantworten. Also auf der einen Seite wirklich sozusagen die kulturpolitische, wo es danach geht, wer trifft Entscheidungen darüber, wer jetzt welche Preise kriegt und so weiter, die natürlich immer sehr aufgeladen sind. Inwieweit soll da jetzt sowas betrieben werden, was man hier in den USA in anderem Kontext Affirmative Action nennen würde oder Quoten im deutschen Bereich. Also inwieweit macht das Sinn, solche Sachen tatsächlich zu formalisieren? Inwieweit ist es auch wichtig, auf anderen Ebenen einfach Aufmerksamkeit zu schüren, zu gucken, auch wenn wir keine formalen Quoten haben, dass in den Prozessen der Entscheidungsfindung über solche Preisen dann wir uns auch sozusagen als Jurymitglieder jeweils versuchen, sozusagen auch über unsere Kriterien klar zu werden etc. Also da sind, glaube ich, ganz viele Dinge, die man tun kann. Was ich selber aber auch mindestens genauso spannend, wenn ich noch spannender finde, ist die Seite der ästhetischen Produktivität, des Schreibens und der Frage, wie kann Kunst tatsächlich intervenieren. Jelinek selbst tendiert ja auch, das ist glaube ich auch in diesem Interview, in diesem neueren Interview, zu sehr pessimistischen Antworten dazu zu sagen, dass die Kunst eigentlich nichts tun kann. Sie beschreibt dann ihr eigenes Schreiben auch als eine Frage von Rage, von Wut. Und das finde ich sehr, sehr spannend, auch im Zusammenhang mit dieser Frage nach Verachtung. Das haben Sie ja auch zu Recht betont, also dass Jelinek wirklich die affektiven Grundlagen der Ungleichheiten auch ganz stark macht. Und ich würde auch sagen, das ist systemisch. Wir sollten nicht nur über Emotionen reden, aber ich finde es gleichzeitig auch spannend, wirklich auch diese Ebene der affektiven Grundlagen mit zu berücksichtigen. Und da zum Beispiel etwas, was mich selber interessiert, ist auch diese Unterscheidung, die unter anderem von schwarzen feministischen Künstlerinnen getroffen wurde zwischen Wut einerseits, Anger und Hass andererseits. Mhm. Und die These von Audre Lorde zum Beispiel, dass Wut eben auch was ganz Produktives sein kann. Nicht unbedingt auf eine Abwertung der anderen hin orientiert sein muss wie Hass, sondern eine affektive Intensivierung, die wirklich an Veränderung orientiert ist. Und insofern würde ich dann Jelinek gegen Jelinek selbst wenden an dem Punkt und sagen, vielleicht kann dieses intensive, affektive Schreiben doch auch tatsächlich ästhetisch Wege in Richtung einer Veränderung zeigen. Und das finde ich selber sehr spannend, da weiterzudenken. Ich möchte Ihre zwei Punkte verknüpfen, weil Sie jetzt einen Aspekt auch schon angesprochen haben, nämlich der intersektionalen Verschränkung, dass People of Color und Frauen, das ist ja auch gegenwärtig auch eine Diskussion, diese Verschränkung, wo diese Differenzen der Ungleichheit vielleicht auch deutlich werden. Wir werden das heute bei der Oscar-Verleihung wieder thematisiert bekommen, dass natürlich in Amerika wahrscheinlich eine besondere Schlagkraft, auch politische Schlagkraft auch hat. Wir haben es jetzt aber auch in der Diskussion mit dem Leipziger Buchpreis erfahren. Ich weiß nicht, ob Sie diese Diskussion auch mitbekommen haben, ist ja ganz stark auch von der
angloamerikanischen Germanistik auch ausgegangen, eben der Vorwurf, dass die Preise bei den Preisen eben keine auf der Shortlist stehen, die von People of Color produziert wurden. Und das wäre jetzt für mich auch die Frage, wenn Sie jetzt aus dem asiatischen Bereich sich diese Fragestellungen um Intersektionalität anschauen, gibt es hier ähnliche Tendenzen, Entwicklungen, dass möglicherweise auch Kategorie des Geschlechts vielleicht gar nicht mehr so im Vordergrund steht und andere Identitätskategorien in diesen Politiken vielleicht vordergründiger sind. Was haben Sie da für Erfahrungen oder Erkenntnisse aus dem asiatischen Raum? Ja, also eigentlich ist es bei uns diese Intersektionalität ganz wichtiger Aspekt, also wenn man sich mit dem Feminismus auseinandersetzen will, weil also generell ist es schon wichtig, aber zum Beispiel oder vor allem das Thema der sogenannten Trostfrauen, ne, bei uns, also Trostfrauen, also mit Anführungszeichen, also zwangsprostituiert für die japanischen Kriegsbordelle in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Ne. Also dieses Thema wurde eigentlich noch viel zu wenig aufgearbeitet worden. Also gearbeitet. Mhm. Und auch dazu, Japan hat Anfang also des 20. Jahrhunderts so Korea, also damals das Kaiserreich Korea, also kolonialisiert und die Nachkommenschaft dieser Gefangenen und die Migrantinnen, also danach leben auch heute in Japan und die Frauen mit diesen Hintergründen werden oft und teilweise auch ganz heftig attackiert, also vor allem im Internet oder auf Twitter. Zum einen als Frau und gleichzeitig auch als Koreanerin. Und wenn man in Japan Feminismus thematisiert, dann darf man eigentlich diese Aspekte nie ausschließen. Und das Problem des Geschichtsrevisionismus ist generell im Bereich der Geschichtswissenschaften schon diskutiert, aber historisch gesehen ist das auch die Frage oder das Thema oder das Problem des Feminismus auch. Also in diesem Sinne ist diese Intersektionalität auch bei uns so wichtig und aktuell und das Phänomen des Geschlechts und andere Phänomene wie Nationalität und so weiter wurden bisher nicht so gleich diskutiert und als Frauen oder als Koreanerin, aber man fokussiert sich heutzutage also seit letzten Jahren, so immer mehr darauf ist so die japanische Situation. Ja, diese Fragen des Nationalen spielen natürlich hier auch eine wesentliche Rolle und das Gefühl, dass das auch viel stärker noch, in Europa wird das natürlich auch verhandelt, auch im Sinne einer Stärkung gewisser nationalen Identitäten auch wiederum. Was sind Intersektionalität, diese Fragen? Gibt es da auch andere Dimensionen, die in Amerika verstärkt jetzt auch unter diesem Komplex verhandelt werden? Oder sind es vor allem People of Color, die hier jetzt eine starke Stimme haben, natürlich auch mit Black Matters und so weiter? Also Black Lives Matter war sicherlich sehr, sehr dominant jetzt im letzten Jahr in der Aufmerksamkeit und ja auch zu Recht. Das ist einfach im Moment wirklich ja etwas, was endlich mal im Vordergrund der Aufmerksamkeit steht. Also ich würde einfach vielleicht auch als Nachtrag zu dem, was ich vorhin gesagt habe, nochmal formulieren. Es gibt so ein Zitat von Paul Gilroy, was ich gerne meinen Studierenden auch immer mitgebe, der die Unterscheidung macht, dass wir eigentlich versuchen sollten, über Race hinauszudenken, also der amerikanische Begriff von quote-unquote Rasse, indem wir, also nicht trotz, sondern indem wir über Rassismus reden und wirklich sozusagen, dass es notwendig ist,
Legacies, die historischen Gegebenheiten, ich habe gerade Schwierigkeiten mit dem Deutsch hier, auch mitzudenken und darauf zu beharren, dass Rassismus immer noch aktuell ist, um genau dann nicht in den Identitäten zu verharren, sondern auch darüber hinaus denken zu können. Und das ist jetzt eben für Race und Rassismus formuliert, aber ich denke, dass man da eben im Zuge der Intersektionalität andere Dimensionen auch mit reinklammern kann und tatsächlich auch im Hinblick auf Gender und Sexualität ganz ähnlich formulieren kann, dass es möglich und notwendig ist, anti-essentialistisch auch Repräsentationspolitik zu betreiben in diesem Sinne. Wir kommen jetzt schon ans Ende und ich möchte aber ein Stichwort auch aufgreifen, noch einmal sozusagen stärker in den Bereich der Kunst auch zu gehen und auch Möglichkeiten zu sehen, wie Kunst auch Politik betreiben kann, abseits von engagierter Literatur vielleicht, sondern indem sie möglicherweise auch Identitäten in Frage stellt, durch Performances transgressive Möglichkeiten auch bietet und identitäre Festschreibungen irgendwie auch ermöglicht. Und ich möchte vielleicht zum Abschluss Sie einfach fragen oder bitten, wenn man die Frage stellt, die Frau hat kein Werk, mit welchem Beispiel würden Sie dagegen halten und sagen, na, das stimmt so natürlich nicht. Auch im Sinne von einem Empowerment und auch vielleicht strategischen Essentialismus zu sagen, hey, hier gibt es eine Künstlerin, auf die ich aufmerksam machen möchte und die, mit der man sich auf jeden Fall auseinandersetzen sollte, weil sie ein Werk hat. Wer möchte beginnen, vielleicht mit einem schönen Beispiel aus ihrem Umfeld, Frau Foucault-Kapp? Also einen Namen nennen. Ja, das habe ich Sie überfordert, aber vielleicht sozusagen noch, es muss niemand aus Japan sein, aber es kann jemand auch aus der österreichischen Literatur sein, wo ihr Schwerpunkt liegt. Jelinek vielleicht jetzt nicht, die wissen wir, die hat ihren Namen. Soll ich anfangen? Soll ich Ihnen noch einen Moment geben? Ja, ich hatte gerade mal wieder die doppelte Antwort. Ich wollte einerseits doch nochmal Jelinek bringen, und zwar mit dem Beispiel, ich habe im letzten Herbst einen Kurs Einführung in die deutsche Literatur unterrichtet und eigentlich würde ich sagen, die beiden Texte, die am besten ankamen, waren tatsächlich einerseits Jelinek, die Schutzbefohlenen. Das haben meine Studierenden ganz begeistert aufgenommen, also die Komplexität dieser vielstimmigen Prosa oder der vielen Tonlagen, auch der affektiven Tonlagen in diesem Text. Und dann aber auf der anderen Seite Sharon Dodua Otoo ist eine neue Stimme. Sie ist ja jetzt auch mit ihrem Roman gerade vor ein paar Wochen richtig ins Rampenlicht getreten. Wir haben eine kürzere Geschichte von ihr gelesen im Herbst, also britisch-deutsche Autorin, die eben zunehmend wirklich auch auf Deutsch publiziert. Und diese Kurzgeschichte von ihr, die den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen hat vor ein paar Jahren, meine Studierenden waren sozusagen durch den Himmel und wollten dann immer nur noch mehr von ihr lesen. Also da gibt es ganz spannende neue Stimmen, die wir hoffentlich weiter lesen und hören. Okay. Danke für den Tipp, werde ich auch gleich aufgreifen und noch einmal lesen. Frau Kurka, haben Sie noch ein Beispiel, einen Namen, ein Werk, das man auf jeden Fall nennen sollte? Darf ich zwei Namen nennen? Ja, das ist auf jeden Fall. Sich also, zu festlegen zu müssen, ist ja gar nicht immer so leicht. Und da sind wir in den Debatten ja mittendrin. Ja? Okay, also ein Name ist eigentlich, also würde ich als Einnahme werde ich Ilse Eichinger nennen. Also sie scheint aus verschiedenen oder aus allen Perspektiven ein Gegenpol gegen Kanonisierung, würde ich sagen, weil sie wurde in der Literatur oder in der deutschen Literatur also fast nur marginalisiert diskutiert. Ne? Aber in den letzten Jahren hat sich die Situation schon verändert, aber generell war sie nicht die Autorin in der Nachkriegsliteratur im deutschsprachigen Raum. Und ihre Texte sind am meisten ist vielleicht zu viel, aber ihre Texte sind sehr oft sehr fragmentarisch und der
ihr einziger Roman ist der Roman und nicht ein Roman, sondern sie hat nur einen Roman. In diesem Sinne würde man vielleicht gerne sagen, sie hat kein Werk, aber eben durch ihre Position in der Literaturgeschichte und durch ihre Form hat sie, vielleicht nicht sie selbst, sondern ihre Stelle, die Kanonisierung, also das Konzept der Kanonisierung wahrscheinlich in Frage gestellt, denke ich. Deswegen, also hat sie auf der anderen Ebene doch ein großes Werk, würde ich sagen. Nummer eins. Und als ein praktischeres Beispiel werde ich Mieko Kawakami nennen, also japanische Autorinnen. Und also sie thematisiert seit langem oder eigentlich seit ihrem Debüt immer so Weiblichkeit und Reproduktion oder Reproduktionalität des Frauen, der Frauenkörperlichkeit. Ne? Und seit den letzten Jahren werden ihre Texte immer mehr übersetzt, und zwar im englischsprachigen Raum und auch im deutschsprachigen Raum. Ne? Und sie wurde dieses Jahr auch zur Frankfurter Buchmesse auch eingeladen und online wird sie sprechen. Also sie ist ein markantes Beispiel, dass das Problem oder dass die Frage der Weiblichkeit also nicht lokalisiert ist, sondern es ist schwer, weil wenn ich jetzt Frau irgendwie zu viel verallgemeinere, aber ihre Existenz oder dieses Phänomen, dass ihre Texte auch übersetzt werden, zeigen einerseits, dass die Frage der Weiblichkeit nicht vereinzelt ist, sondern das wird auch durch gewisse Solidarisierung so unterstützt werden kann. Und durch die Übersetzung und durch diese Verbreitung hat sie auch im Literaturbetrieb eine gewinnende Position bekommen. Und das ist auch ein neues Phänomen oder ein Phänomen gegen die Aussage, eine Frau hat kein Werk. Also, ja. Herzlichen Dank auch für diese Literaturtipps. Und wir sind jetzt sehr stark sozusagen bei der Frage, eine Frau darf kein Werk haben, von dem Aspekt von Weiblichkeit auch ausgegangen, haben das intersektional verschränkt. Man könnte natürlich auch positiv formuliert, der Werkbegriff als solcher ist halt ein sehr, sehr autoritärer, sowieso, wo die männliche Herrschaft eingeschrieben ist. Und möglicherweise ist es auch das, wogegen sich auch Frauen wehren wollen, in Kanones sozusagen integriert zu werden, als Werk gesehen zu werden, sondern dass man viel stärker auf die Texte, auf die Aufführungen auch achtet. Und da verbinden wir sozusagen die Künstlerin als Schaffende mit dem Kunstbetrieb, der natürlich auch hier seine Regularien macht. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für das Gespräch und für die sehr klugen Überlegungen. Und ich hoffe auch, dass Sie anregende Reflexionen bieten für unser Publikum, das sich virtuell dazuschaltet und vielleicht den einen oder anderen Gedanken weiterspinnt. Aber auf jeden Fall nehme ich einmal an, dass Ihre Lektüreempfehlungen auch beim Publikum ankommen werden und somit auch den Künstlerinnen eine Stimme gegeben wurde. Herzlichen Dank für Ihr Gespräch und für die Diskussion. Liebe Grüße. Herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, wir kommen langsam zum Ende des Abends. Der letzte Punkt auf der Tagesordnung ist eine 15-minütige Performance.
in der Virtual Reality Convention mit dem Titel Die Schutzbefohlenen Atlantis, vorbereitet von Agata Koszulinska, einer Regiestudentin an der Theaterakademie in Warschau. Die Aufführung wurde durch das Theaterstück Die Station von Alfriede Jelinek in der Übersetzung von Carolina Bekant inspiriert. Und auch ein Absolvent der Theaterschule in Krakau, der Schauspieler Mateusz Korsak, beteiligte sich an dieser Produktion mit neuen Technologien. Thank you.
zwykłego deszczu. Ale nie tego, który zmywa grzechy. Wszystko zaczyna się od zwykłego deszczu. Ale nie tego, który zmywa grzechy. Nowe morze, co prawda, jeszcze nie dotarło, ale bez obaw. Zaraz ma przybyć Tryton. Już, już, lada chwila. Przybędzie. Proszę czekać. Ktokolwiek przybędzie, ten będzie. A może już jest. To znaczy, nie może, tylko ktoś w zastępstwie. No i fajnie. Ale proszę posłuchać. Było ratować, potem osądzać. Ratowanie, osądzanie, jasne? Bo teraz jest najpierw osądzać, a potem ratowanie już zbędne. I to jest nowe. Tacy ludzie są jak zupka w proszku. Rozpuszczają się w wodzie i już. I kłopot z głowy. To w tym najlepsze. Nie stanowimy już zagadki dla naszych gospodarzy, którzy nas jednak wcale nie darzą gościną, za to znają nas już, zanim nas poznają. I tak nas osądzą. Oleją i poleją słoną morską wodą. Nawet nie doprawią. Tylko rozprawią się z nami, jak z zalewajką, olewajką. Teraz i my możemy olać naszą ojczyznę. Teraz i ty możesz olać naszą ojczyznę. Jest tak samo nic nie warta jak my. Więc i dla nas nie ma wartości. Rozpuszczamy się. Ale nawet w takiej postaci nikt nas nie chce. To by mogło zaszkodzić państwu. Więcej nas nie przyjmie. Przesolona zupa, niejadalna. Teraz i my możemy olać naszą ojczyznę. Teraz i ty możesz olać swoją ojczyznę. Jest tak samo nic nie warta jak ty. Mamy być rozpuszczalni. Ale dlaczego? Poić wodę nami? Piękna myśl. Na pewno jeszcze nikt na to nie wpadł. Najpierw osądzić, potem już nie ratować. To jest duża oszczędność pieniędzy. Dlaczego wcześniej na to nie wpadliście? Trzeba było tak od razu. Po prostu nas rozpuścić. Powinniśmy byli wiedzieć, że tak wyjdzie wam taniej. A my nie wyjdziemy z tego cało. Mogliśmy wam wiele zaoszczędzić już dawno. No i dobrze. No i fajnie. Nie będziecie więcej tracić czasu na namierzanie nas i przyjmowanie. Z góry nas zdziesiątkowaliście. A może bierze resztę, która rośnie i rośnie. Może bierze wszystko, może przyjmie i nas. Tak, przyjmie wszystkich.
Idziemy dalej. Następny, proszę. Następny, proszę. Już nie ktoś, gdzieś, skądś, dlaczego, ile, tylko tempo rozpuszczalności w morzu. To likwiduje wszelkie problemy wszystkich. Żałować nas nie będą, jak już wylądujemy na dnie. Wszystko gra. Nie będą już musieli skontrolować naszych życiorysów, kiedy znikną nasze życia i rozpuszczą się nasze rysy. Kto by żałował? Najwyżej my. Ale my będziemy najniżej i nie będziemy mieli okazji opłakiwać strat. Przecież znikniemy w wodzie. Następny, proszę. Nie będą już musieli skontrolować naszych życiorysów, kiedy znikną nasze życia i rozpuszczą się nasze rysy. Może nie bez śladu. Może zostanie po nas ślad. Ślad jakiś w kilwaterze. Szumowina w morskiej pianie. Następny, proszę. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die Beteiligung am heutigen Abend und ich verabschiede mich von Ihnen. Ich bedanke mich für die gemeinsame Zeit und ich kann Sie für morgen einladen. Da werden wir das Projekt Jelinek Online vorstellen und ein paar Worte sagen zu der Rezeption der Werke von Jelinek in Polen. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.